Radio Okitoki, Radio Okitoki, von Mensch zu Mensch. Ja, und einen wunderschönen guten Abend hier heute am 15. August 2019, 20 Uhr, hier im interaktiven Redesprachportal der Talk von Mensch zu Mensch hier auf Okitalk. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Erstmal ein Dankeschön an die Spender. Die geringfügigen Spenden, die heute reingekommen sind, unterstützen uns enorm. Erstmal da ein großes Dankeschön. Das als erstes, denn unsere Gäste sind immer im Vordergrund zu stellen, unsere Zuhörer. Schön, dass ihr da seid und zusätzlich an allen, die sich heute neu registriert haben, ein herzliches Willkommen auf Okitalk. Ihr könnt in den Chat einsteigen, heute direkt mit Majid Abdelaziz, der heute bei uns zu Gast ist. Er war ja letzte Woche in Davos. Auch dieser Vortrag ist ja praktisch die Entstehung, wie der Majid zu dieser Sphärenanlage gekommen ist, und die Geschichte von Algerien, was er erlebt hat, ist sicherlich interessant nachzuhören. Findet ihr im Archiv auf Okitalk. Heute heißt es hier die graue Zone der Wissenschaft. Und alles lesen werde ich jetzt sicherlich nicht. Es geht um Umweltheilung, Himmelsakupunktur, Sphärenharmonie. Ja, und anrufen könnt ihr auch, aber Geduld haben, es kann nur einer anrufen und ihr kommt in die Laufe-Sendung rein. Das heißt, auch ein bisschen abwarten, bis wir euch das Wort geben und wir fragen euch nach, wie ihr mit Vornamen heißt, dass ihr uns Namen bekannt gibt, dass wir euch dann auch ansprechen könnt und wir dürfen. So, und jetzt rufe ich mal unseren lieben Majid Abdelaziz und sage einen guten Abend. Wo bist denn du? In Europa, habe ich gehört, bist du momentan. Ja, ich bin in Werges gerade. Ich war in Davos davor. Guten Abend allerseits. Ich freue mich, heute Abend Teilnehmer zu sein und werde ich dann mit neuen Themen einfach angehen. Majid. Was heißt überhaupt dein Name, Majid Abdelaziz? Ich glaube, da fragen sich so einige Menschen, was bedeutet dieser Name? Ja, Majid ist aus dem Berberischen. Ich bin ja Kabil, Berber aus Algerien, und Majid bedeutet Hoffnung. Abdelaziz ist so viel wie Liebherr. Hast du schön erklärt, und jetzt wissen wir auch, wie wir dich einordnen dürfen, zumindest vom Namen her. Ein toller Name wurde dir mitgegeben. Hier im Studio zu Gast, Mitredner ist heute der Jenne, der Roman von CryptoTV und auch der Matthias von Taden aus der Schweiz. Da ist Österreich, Deutschland und die Schweiz heute, das Dreiländereck heute hier im Studio. Und wer weiß, vielleicht seid ihr ja auch bald hier im Studio. Ja, Majid, was gibt es denn Neues von dir zu berichten? Ich steig mal ein, vielleicht magst du noch mal ein paar Worte zu dir erzählen, für die Menschen, die dich als erstes heute hören, ein paar Worte zu dir, und vielleicht gibst du uns mal ein Update, was es Gutes gibt. Ja, an sich bei mir, es gibt drei Worte, die, sagen wir, meinen Lauf geprägt haben. Ridikulisieren am Anfang, bekämpfen in der Mitte und anerkennen am Ende. Das hat Mahatma Gandhi gesagt. Wenn du was Neues auf diese Welt bringst, was wirklich revolutionär ist, dann wird es am Anfang ridikulisiert und belächelt. Diesen Stadium musst du durchlaufen, wenn deine Sache wirklich neu ist und gut ist. Danach wirst du bekämpft. Und zum Schluss wirst du dann anerkannt und du siegst. Und so ist der Stand bei mir mit meinen Arbeiten, mit Regenmachen erste Mal, mit Sphärenharmonie zweite Mal, mit Holofraktal Harmonizer und all die Sachen, die ich mache. Ja, wunderbar. Majid, du bist aus Algerien. Und gestartet bist du ja in Algerien mit deinem Projekt. Und vielleicht magst du noch ein paar für einführende Worte dazu geben
Und dann gehen wir mal in die graue Zone der Wissenschaft ein bisschen tiefer ein. Du hast ja letztes Wochenende in Davos einen praktischen guten Vortrag gegeben. Vielleicht magst du da nochmal einsteigend anfangen, wie die Geschichte war. Man hat dich ja belächelt, wie du gerade sagtest. Dann hat man dich in die Wüste gesteckt, tief rein, so kann man sagen. Vielleicht magst du ein paar Worte nochmal dazu geben. Ja, die Geschichte fing, nachdem ich nicht mehr bei VW als Projektleiter war, daraus kam. Ich war unzufrieden mit meiner Arbeit, nur Computer, Reisen für die Firma. Habe ich ein Jahr Auszeit genommen und da habe ich jemanden kennengelernt, der Tourismus machte in der Wüste, so eine Art Prinz, Herr Kirani. Habe ich mit ihm gearbeitet und dann haben wir die Tourismusbörse in Berlin gemacht und mit Erfolg haben wir ein Flugzeug gechartert und viele Leute mit nach unten genommen. Bei dieser Reise nach unten wollten wir wirklich super Sachen aus der algerischen Wüste. Man sagt, algerische Wüste ist die größte und schönste der Welt. Man kann sie nicht beschreiben, sie beschreibt sich selbst. Und damit sie sich selbst beschreibt, muss man selber vor Ort gehen. Ja, es gibt keine Worte dazu. Wenn man eine Nacht in der Wüste verbringt und so die Milchstraße hautnah erlebt, dann versteht man, was ich sage einfach. Es gleicht ein Wunder. Zu dieser Zeit, April 94, ist dann unglücklicherweise ein Hubschrauberunfall passiert. Ich sage nur grob, alle Insassen sind ge gestorben, nur ich habe das überlebt. Danach kam ein Tuareg auf mich. Er sagte, du bist nicht gestorben, weil die Wüste dich noch braucht. Da war ich wirklich meilenweit entfernt von dieser Geschichte, Regen machen und Wüstenbegrünung und, und. Aber danach hat sich alles sehr schnell irgendwie ereignet. Habe ich Bernd Senf kennengelernt, James DeMeo, die Größen auf der Welt, auf dem Gebiet Regen machen. Und dann habe ich mich beschäftigt mit Wilhelm Reich, mit Tesla, mit Schauberger, mit Lakowski, mit vielen anderen einfach und habe mir das Wissen angeeignet bis 1999. Da wollten wir mit Bernd Senf und DeMeo die Wüste begrünen in Algerien, hatte ich Kontakte mit den Ministerien und so. Und ich wollte diese Crew mitbringen, diese Spezialisten, die vorher in der Namibwüste waren und es regnen lassen. Aber als es dann soweit war, gab es Terrorismus ohne Ende bei uns. Die Lage hat sich so dermaßen verschlechtert, dass ich dem Team nicht die Sicherheit bieten konnte, der ich damals selber da vorgetragen hatte von dem Ministerium und das alles erklärt habe, sagt der Minister ganz einfach, das war Herr Belayat, damals Minister für Umwelt. Ja, du kannst ja die Theorie, du kannst schon referieren, du kennst die beiden Experten, die Deutschen und Amerikaner. Kannst du nicht so eine Operation selber machen? Ja, ich weiß es nicht, was mich damals wirklich genommen hatte. Ich hörte mich ja sagen und das habe ich dann später bereut, weil irgendwie es kam so wie geschossen raus und ich habe die Operation gemacht. Ich habe genau, was ich gelernt hatte bei Bernd Senf und der Methode, habe das Gerät gebaut und ich selber war der Erste, der aus dem Staunen nicht kam, als die Wolkenbildung da war und der Regen kam und so, das war ein Erfolg. Damals hat man mir irgendwie die Materialien beschlagnahmt und mich ein bisschen schlecht behandelt von den Behörden her. Dann bin ich nach Berlin zurück und ich habe mir gedacht, ich arbeite nicht mehr in dieser Richtung und nicht mal mit Regierungen. Aber als 2003 die Situation sich dermaßen verschlechtert hat in Algerien, dass die Regierung beschloss, Wasser mit Schiffen zu importieren, konnte ich nicht einfach das dastehen. Ich habe gedacht, als gebürtiger Algerier, es ist meine Pflicht, was zu machen. Und für die arme Bevölkerung, und die sind ja unschuldig, die haben ja nicht mit diesen Eingesessenen der Politik zu tun. Die haben das
nicht verdient. Dann habe ich mir ein Stück in der Wüste, 500 Kilometer entfernt südlich von Algier, richtig so versteckt, am Rande der Wüste, da fängt die große Wüste. Und dann habe ich angefangen, mit meinen Methoden, mit so den Boden zu energetisieren, erstmal Bäume zu pflanzen, damit, wenn der Regen dann kommt, es nicht auf eine heiße Ebene aufprallt und sich gurgelt ab. Kannst ja dir vorstellen, wenn Wasser auf eine heiße Platte raufkommt, es sickert nicht. Und diese Bäume sollten dann durch ihre Wurzeln wenigstens diese 30 Hektar, die ich da hatte, locker machen. Ich habe dann 2005, im Juli, 7. Juli 2005, Wilhelm Reich dann genommen und Tesla und haben meine erste Operation. Also ich habe viele Filme, die das auch so zeigen auf YouTube. Da kann man nur Desert Greening oder Majid Abdelaziz und man findet diese Filme einfach und die Operation, wie es geregnet hat und so. Und es hat geregnet. Es war wirklich super. Und in diese Richtung habe ich dann weitergemacht. Als ich gesehen habe, es hat geregnet, dann fing ich an, da alles Mögliche an Obst und Gemüse zu pflanzen. Und ich habe mit 200, 300 Bäumen angefangen. Jetzt habe ich mittlerweile 50.000, habe ich da ein Mikroklima. Das Projekt habe ich vor 2 Jahren dann abgegeben an Familien, die da wohnen, die das betreiben, um die weitere Bäume pflanzen. Und ich gehe dann zu anderen Projekten. Ich habe eins in Tunesien gestartet, eins im Norden Algerien. Da geht es um 1 Million Olivenbäume, weil da waren Waldbrände. Und jetzt haben wir eine Aktion gestartet, haben parallel zu einer Bienenaktion, dass jeder arme Mensch und so ein Bienenvolk bekommt und die Möglichkeit auch sozusagen ein bisschen Geld zu verdienen und über die Runde zu kommen. Also vorab das alles. Super tolle Einführung. Wie jetzt meine Frage direkt am Anfang, was ist denn passiert, dass man so ein Projekt, wenn man das mal betrachtet, gerade in deiner Region in der Wüste, wo es ja dringend notwendig ist, dass es regnet, wenn man die Begrünung fortschreiten lassen möchte, woran ist es denn gescheitert bisher? Was sagte der Staat dazu? Warum wird sowas nicht gefördert? Man weiß, die Bauern sind happy, wenn sie eine gute Ernte einfahren und in gewissen Regionen fehlt das Wasser und andere sind völlig überschwemmt. Du weißt, wie die Extremen des Klimas halt vor sich hin trudeln. Sage ich jetzt mal, warum wird das denn nicht anerkannt oder wird es langsam mehr anerkannt? Frage. Ja, also seitens der Politik oder es gibt da Programme. Du kriegst Hilfe, wenn du Monokultur machst und so. Ich habe nie auf so eine Hilfe irgendwie gehofft oder gewartet, weil da musst du dann eingequetscht in so eine Richtung, die nicht meine war. Dann wollte ich frei sein und arbeiten. Und ich hatte immer Angst dann, dass sie sagen, was ist das für ein Gerät? Wofür ist das da? Und ich wollte im Bereich Wilhelm Reich einfach inkognito bleiben, weil sobald man bis heute diesen Namen erwähnt, die Leute denken, ja, Himmel, Orgasmus, Sex, Libido, Gegner von, was weiß ich, dem Psychiater damals, der ihn gelehrt hat, Freud, ist nicht einfach, ja. Und in ein islamischer Land musst du wissen, es gibt zwar uralte Riten mit Tanz und sowas, die Regen hervorrufen, das heißt Ansar, aber bei den Islamisten heißt das nur Gott kann Regen machen. Das heißt, ich musste wirklich im Verborgenen arbeiten und ich dachte, meine Belohnung ist, wenn geschieht das, was ich es geschehen werde,
Und es ist geschehen, der Regen kam, die Wüste ist wirklich grün geworden, die Staudämme sind voll. Dieses Jahr, die sind sogar überschwemmt, überschlappt. Sogar Schnee kommt in der Wüste, auch im Norden. Dieses Jahr hat man ein Rekordernte geerntet in der Wüste an Getreide. Aber die Leute machen keine Verbindung zu meinen Arbeiten. Trotz 2008 war auch ein segenreiches Jahr. Da kam das ARD, hat gefilmt, weil die haben das genannt, der Wunder der algerischen Wüste. Die Trüffelpreise sind von 80 Euro zu der Zeit auf 2 Euro oder 1 Euro runtergefallen. Ne? Die Leute haben Trüffel gegessen statt Kartoffeln. Ja. Und da bin ich auch im Hintergrund bewusst geblieben. Und ich habe das genossen einfach, diese ganzen Nomaden, die dann immer gesagt haben, Gott sei gepriesen, der diesen segenreichen Regen gebracht hat. Wir haben so solche Jahre nie erlebt. Wir freuen uns und so. Das war wirklich eine große Freude für mich, das zu erleben. Und in diesem Jahr habe ich auch die Sphärenharmonie entwickelt und entdeckt. Da hatte ich auch selber 4 Tonnen Kartoffeln gepflanzt. Und daraus sind 45 Tonnen geworden. Und da habe ich so Rezeptoren, die Resonatoren à la Kossirev. Kossirev ist ja ein großer russischer Mathematiker, Nobelpreisträger, der immer Astronomie betrieben hat und hat sich für den Himmel und die Sterne interessiert. Aber irgendwie war unzufrieden, weil laut Relativität und Lichtgeschwindigkeit, Berechnungen, die er gemacht hat, diesen Sternhimmel, was wir sehen, ist falsch. Das heißt, diese Punkte, Leuchtpunkte, die sind alt. Was wir sehen, ist mindestens 100.000 Jahre alt. Er hat gesagt, wie sieht der Himmel heute aus? Er hat sich wirklich keine Ruhe gelassen. Er war wie besessen. Und dann hat er irgendwann mal so einen Spiegel gebaut, der trägt seinen Namen, der Kossirev-Spiegel. Und anhand dieses Spiegels hat er den Himmel fotografiert. Und siehe da, er hat ein ganz anderes Sternbild bekommen. Der war erst einmal verwirrt, hat das beiseite gelassen. Und es hat ihm aber keine Ruhe gelassen. Weil in seinen Einsichten, er war sicher, dass durch diese Spiegel, diese Technik etwas entdecken würde. Dann kam ihm die Idee, weil er Mathematiker war, diese Punkte, diese Sternenpunkte zu berechnen, indem man auch die Lichtgeschwindigkeit in Betracht nimmt. Und er kam nicht aus dem Staunen, das war genau der heutige Sternhimmel, der nach mathematischen Berechnungen sich ergab. Ja. Und diese Technik habe ich dann eingebaut, weil ich damals viel mit Hermes Trismegistos gearbeitet habe. Der hat hermetische Gesetze. Und eins davon ist die Analogie, einfach der berühmteste von ihm, so wie oben, so wie unten. Also wenn du zum Beispiel Sachen arbeiten willst mit Strom, das du nicht siehst und so, und das ist dir zu kompliziert, dann per Analogie kennst du dasselbe System. Statt Strom nimmst du Wasser, dann hast du Wasserhähne, kannst du Parallelschaltung, kannst du Serielschaltung machen und die Lampe kennst du als, wie sagt man, Wasserhahn. Da habe ich mir gedacht, wie. So kann ich nicht etwas machen, was die Schumanns Frequenz, die von 8 auf 13 hochgegangen ist, die unheimlich störend und reflektiv auf Menschen ganz anders wirkt als von Leuten, die meditieren. Man merkt heutzutage, es gibt viele Kinder, die Autisten, nennt man die Autisten, weil die zu nervös sind und so. Die haben sich einfach angepasst. Die sind nicht krank, die sind gesund, weil diese erhöhte Schwingung macht das. Sonst wirst du dann liegen bleiben. Aber ich bin Romantiker und ich gehöre nicht zu dieser Handygesellschaft und zu dieser Computer und diese Schnelligkeit,
Dann habe ich mir gedacht, na ja, kann ich nicht das, was Kosirev gemacht hat mit dieser reale Sternhimmel, auch mit der real uns wohlgesonnener Schwingung, also Schumanns Frequenz. Dann habe ich diese Kosirev-Sachen versucht einzubauen, in klein, in meine Anlage, Nord-Süd, West-Ost. Und ich hatte das vergessen, habe ich eingebaut und dabei hatte ich meine Kartoffeln gebaut und habe ich meine 45 Tonnen bekommen. Und zum Schluss, da die Trüffeln so billig waren, konnte ich keinen Gewinn machen. Ich konnte nicht mal die Kartoffeln alle loswerden oder verkaufen. Dann fing ich an, die zu verschenken, damit die nicht. Damit die nicht, und dann warst du weg, Madic. Ah, vielleicht mein Knopf, ja. Und jetzt hörst du mich? Wunderbar. Okay, dann habe ich ja angefangen, diese Kartoffeln zu verschenken und eine Dame hat eine Kiste, dann noch und irgendwann mal kam sie und sie irgendwie wie bedrückt, beschämend, dass sie noch was haben wollte. Sie wollte bezahlen sogar. Dann habe ich sie gefragt, schmecken dir die Kartoffeln oder warum kommst du wieder? Natürlich kannst du was haben. Sie sagt zu mir, sie war 85, ich kann mich erinnern, solchen Kartoffeln mit solchem Geschmack gegessen zu haben, als ich 18 Jahre alt war. Na, dann hat es bei mir so Aha gemacht, ja. Das heißt, unter anderen Bedingungen einfach, unter anderen Schwingungen in den 50er Jahren oder sowas, gab es sowas. Heutzutage, wenn du siehst, wir haben Äpfel zwar, aber das ist eine andere Konsistenz. Damals konntest du einen Apfel essen, dann konntest du den ganzen Tag dein Vitamingehalt haben dafür, mit einem Apfel. Heutzutage, die Äpfel sind anders. Du brauchst ein Kilo, damit du das an Vitaminen auch bekommst, ja. Und dann habe ich gesehen, dass die Schumanns Frequenz sich da verändert auf dem Ort Janan, habe ich denn genannt. Und man muss auch bedenken, Harp spielt auch eine große Rolle, weil wenn du durch die Erwärmung der Ionosphäre die Schumanns Frequenz beeinflussen kannst und auch beschleunigen kannst, diese Schumanns Frequenz hat auch mit unserem Gehirn zu tun. Das heißt, wir schwingen auch in diese Beta oder Gamma oder Theta Wellen einfach, ja. Und Theta ist ja, wenn du in Trance, in Meditation bist, ja. Beta und Alpha gibt es auch, ja. Ich wollte eine Schwingung des Friedens, des sich fühlend einfach haben. Und die habe ich erzeugt. Und parallel zu diesem Kartoffelereignis habe ich bemerkt, dass die Angst, die uns im Nacken saß wegen Terrorismus, langsam abwich. Und wir waren mutiger und. Damals habe ich auch ein Interview bei Michael Vogt gehalten. Entschuldigung, muss was trinken. Wo ich bemerkt hatte, der Terrorismus, die Gewalt und so in Algerien runtergingen. 2008 war das. Jetzt haben wir 2019. Terrorismus ist gleich null in Algerien. Man kann nachts, Tag und so fahren und die Leute können sich nicht vorstellen, wie es dazu kam. Aber es war meiner Meinung nach in dieser Richtung. Später konnte ich andere Operationen machen in der Ukraine, in Iran, in Paraguay, wo ich das dann richtig nachweisen konnte, dass es durch diese Apparatur war. Dann sind wir jetzt schon richtig tief in der grauen Wissenschaft drin. Warum heißt das überhaupt graue Wissenschaft? Weil sie nicht anerkannt wird? Kann ich das so sehen? Ja, ich habe es über die grauen Zonen der Wissenschaft, weil es ist wie eine Suppe über unsere Köpfe und keiner traut sich über diese Suppe rüber zu gucken. Und über diese Suppe, diese Wolken, ist immer die ewige Sonne, die scheint. Das heißt, du musst schon allein auf den Berg klettern,
um über diese graue Zone zu kommen, ja. Und da hast du Neuland, hast du die richtige Wissenschaft, hast du das wahre Wissen. Wenn du da drunter bist, bist du manipuliert. Stell dir vor, du gehst zur Schule als kleines Kind, vielleicht ist das dir passiert und du machst Geometrie, du machst die Dimensionen, der Lehrer kommt und sagt, hallo Kinder, heute machen wir was Neues. Seht ihr da was auf der Tafel? Das ist ein Punkt. Das ist die Nulldimension. Ah, ich sehe es. Also kannst du nicht sehen, weil dieser Punkt gibt es nicht. Deshalb nennen wir das Dimension Null. Ja, wieso gibt es denn nicht? Ich kann ihn doch sehen. Nein, 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 nein. Du musst dir einfach das so annehmen. Es gibt es nicht. Und dann zeichnet er eine Linie und sagt, diese Linie besteht aus mehreren Punkten. Die gibt es auch nicht. Aha, und das ist Dimension 1. Dann macht er einen Fleck aus vier Linien. Punkt, Punkt, Punkt und so und sagt, das ist die zweite Dimension und das nennt man Fläche. Die gibt es auch nicht. Die besteht aus nicht existierenden Punkten. Ja, okay. Dann nimmt er diese Fläche, macht sechs Flächen so zu einem Würfel und sagt, was meint ihr jetzt dazu? Dann sagt, aha, das ist auch eine dritte Dimension, aber die gibt es nicht. Die besteht aus Flächen. Und die Flächen bestehen aus Punkten und die Punkte gibt es nicht. Nein, sagt er. Diese gibt es. Warum? Weil sie ein Volumen hat. Ja, was ist das, ein Volumen? Ja, ihr müsst das so annehmen. Ja, Volumen existiert, aber ein Punkt existiert nicht. Es fängt schon in der Schule mit solchen komischen Sachen, ja, dass die Leute verwirrt werden. Das heißt, die müssen akzeptieren und lernen, dann nennt man das Theoreme oder Axiome und, ja. Wunderbar. Jetzt gehe ich mal bei uns schon mal ins Studio rein und guck mal, hier ist der Germane ist bei uns hinzugekommen, der Armin, der Jan, wie ich gerade sagte, der Roman Reuter von CryptoTV und auch der Matthias von Thaden. Ist von euch denn jemand am Mikrofon und mag heute schon einsteigen in das heutige Thema? Mal flackern mit dem Mikrofon. Der Matthias ist da und der Armin ist da. Alle sind sie da. Fangen wir von unten nach oben an und dann sage ich einen schönen guten Abend, Matthias, mit dir in die Schweiz. Hallo und schönen Abend in diese Runde. Ja, also ich habe auch mal eine Frage. Majid, bei dem Bau damals, als du angefangen hast jetzt, muss er wirklich mit null Material, sondern nur mit Know-how nach Marokko gegangen sein. Wie hast du das da so hingekriegt? Das würde ich jetzt ganz gern einfach nochmal erfahren. Also du weißt ja, ich bin auch technisch interessiert. Ja, wie ging das? Danke für die Frage. Ich war nicht in Marokko, das war Algerien. Marokko kommt vielleicht dieses Jahr oder nächstes Jahr. Also damals hatte ich nicht die nötigen Mittel, das Geld fehlte. Um einen Brunnen zu bohren, musste ich ein Auto verkaufen. Aber es ging um die Prinzipien einfach, die ich da gelernt habe. Dann habe ich statt Metall und sowas Gerüste, die aus Holz waren. Aber das Funktionsprinzip war, das heißt, der Cloudbuster hat funktioniert, der Becken war nicht rund, der war quadratisch. Dann habe ich, als ich gesehen habe, das ging nicht so, habe ich immer intuitiv, so wie in Trance, weitere Elemente dazu genommen, wie die Primärspule von Tesla, dann die sekundäre, weil Wilhelm Reich hat damals mit großen Stauseen gearbeitet, damit er das Tor abzieht konnte. Ich hatte in der Wüste keine große Seen. Ich hatte nur Wasser, das ich aus 80 Meter tief hochgepumpt hatte und ein kleines Becken. Dann musste ich dann wirklich was anderes machen. Tesla allein reichte nicht. Dann habe ich Schauberger, dann habe ich später diese Kozyrev, dann habe ich auch Lakowski. Und irgendwann mal habe ich so einen Mittelweg, habe ich dann gesehen, dass es funktioniert. Das Wasser war immer energetisierter als das Dorige, das Versaute sozusagen. Das heißt, ich habe die Balance vom, sagen wir, schlecht werden umgekippt.
Also das Wasser war nicht sauer, das war dann basisch, ja, und hochbasisch sozusagen, ionisiert in dem Sinn, ja. Und damit konnte ich auch die Bäume, die da waren, mit begießen. Ich konnte selber, weil es zu heiß war da unten, in dem Becken baden. Der Bernsenf hat wirklich mich gewarnt, das Gerät mit bloßen Händen anzufassen, aber ich habe das verändert. Es ist ein anderer konstruktive Gehensweise. Und das Wasser war mir sicher einfach. Ich habe da damals mit Metallen, die schwarz wurden, dann die wurden grau, dann die wurden dann nicht mehr und dann die glänzten dann zum Schluss. Da wusste ich dann, das Wasser war anders, ja. Dann habe ich den pH-Wert gemessen und so, der war nicht mehr so sauer. Dann habe ich dann meinen Mut genommen und ich bin einfach in diesem Becken rein und ich kam aus dem Staunen nicht. Also ich war richtig erquickt und verlebendigt sozusagen rausgekommen. Das ist wie in einen Jungbrunnen. Klingt sehr spannend. Hast du da das Wasser, den pH-Wert verändert? Bist du da irgendwie in die Basis gekommen? Hast du das irgendwie elektrisch bewerkstelligt? Oder wie hast du den pH-Wert des Wassers manipuliert? Ja, Wasser ist ja dipolmagnetisch und ich bringe es sozusagen in einen implosiven Zustand durch Schauberger, indem es dreht, entgegengesetzt zu der Kupferspirale. Dadurch wird die Kupferspirale so elektrisch induziert. Da entsteht eine Art Piezostrom. Und das alles läuft in eine Blume des Lebens, ja. Und da sind auch verschiedene Kristalle und so habe ich damals verwendet. Jetzt bin ich bei Sriyantra angelangt, wo die beste Wirkung ist, um das Torusfeld da aufzubauen, ja. Also hat das Wasser im Prinzip so etwas wie eine hexagonale Struktur durch diese Information und durch diese ganzen anderen Behandlungsschritte erfahren. Kann man das so verstehen? Ja, an dem Kristall, ich habe mich letztens in Frankfurt mit dem Erfinder, der Professor Pollack, haben wir uns dann unterhalten und er hat mir gesagt, das ist ein vierter Zustand, Aggregat. Aggregatzustand. Ja. Und er hat es erkannt und er hat auch dasselbe entdeckt, dieser vierte Aggregatzustand und so. Und er will mich sogar nach Amerika zu seinem Labor einladen, damit ich das irgendwie in Mini dabei einbaue und dass wir dann das messen können. Klingt wirklich sehr spannend. Ja, ich gebe dann mal die Staffel weiter. Da ist Ja. der Roman da, Roman Reuter, CryptoTV. Guten Abend. Danke, Klaus. Schönen guten Tag, Herr Abdelaziz Majid. Es ist so interessant, wie Sie da eben Wilhelm Reich, Tesla und Schauberg und andere Größen damit einbinden mit der heiligen Geometrie und so allen drum und dran. Bei den kosmischen Sphären, wo Sie sich jetzt so beschäftigen, da würde mich was interessieren. Wenn wir jetzt unsere Erde klimatisch optimieren, so mit Ihren Methoden, das wird sich ja dann ja auch auf das Sonnensystem, auf unser Sonnensystem doch auch auswirken, oder? Hat das Einflüsse zum Beispiel wie Mars und so Sachen? Also, man ist mir schon klar, dass damit vielleicht nicht direktes Terraforming auf Mars möglich wäre, auf schnellster Weise. Aber würde man das dann nicht auch generell ein bisschen erleichtern, solche Terraforming-Projekte auf anderen Planeten in unserem Sonnensystem? Weil ja, wie oben und unten, also die Ursache, die Wirkung ja alles ineinander greift. Und vielleicht als Schluss nur eine Nebenfrage. Welche kosmischen Einflüsse gibt es da eigentlich, die was unsere ganze Galaxie mit dem Sonnensystem so beeinflussen? Man spricht ja, dass ja auch das ganze Sonnensystem von uns ja auch schon erwärmt, also auch so eine Art Sommerzeit erlebt, oder wie kann man das verstehen? Was haben da für Einflüsse wirksam und wie können wir das als Menschen, als einfache Menschen auf der Erde, diese Energien auch nutzen? Also nicht, wo man nicht gleich so ein riesengroßer Techniker vielleicht sein muss, so wie Aragonite oder so, halten Sie was davon auch? Also, mein System beruht, deshalb nenne ich das Sphärenharmonie und Dodekaeder ist das Element der Sphären.
Und wenn man jetzt uralte Schriften nimmt, von Hermes Trismegistos oder von Gurdjieff, der das auch sehr gut analysiert hat, es ist alles musikalisch auf Harmonie gebaut. Die Oktaven spielen da eine große Rolle. Ob die Galaxie jetzt in ihrer Größe ein- und ausatmet in 300.000 Jahren oder ob Majid in einer Minute ein- und ausatmet oder eine Ameise vielleicht in einem 0,01 Minute, es ist alles in ein bestimmtes Oktavensystem geordnet, ja, und jeder hat seinen Platz in diesem System. Das heißt, vieles ist geschrieben in der Richtung. Man sagt, wenn ein Schmetterling zum Beispiel flattert, der kann einen Orkan irgendwie erzeugen, ja. Es ist alles mit allem verbunden. Das Universum ist in uns, wie wir im Universum sind. Ich empfehle die Werke von Nassim Haramein, der das holographische Universum einfach sehr gut beschreibt, der andere Wege geht als Einstein oder als Planck. Einstein hat das Universum beschrieben in seiner Größe, Planck hat das Mikro beschrieben. Aber irgendwie fehlt da an Verbindung. Das heißt, wenn die das berechnen, Einstein können wir nicht, weil er sagt, 300.000 Kilometer die Stunde Lichtgeschwindigkeit ist begrenzt. Planck sagt nein. Das heißt, irgendwo müssen sie zusammenkommen, damit sie sozusagen für die Menschen auch glaubhaft werden. Dann hat man diese Planck-Konstante erfunden, damit man diese Anomalien irgendwie wegfegt und so. Und wenn man Nassim Haramein sieht, der ist andere Wege gegangen. Er braucht das nicht. Und er beweist wirklich, es gibt keinen Unterschied zwischen Harmonie im Großen oder Harmonie in ganz klein einfach. Ja. Und er kommt dann auf Bereiche, die er holofraktal nennt. Also mein letztes Gerät habe ich nach seinen Erkenntnissen so für diese 5G, WLAN und so, was auf uns zukommen, Holofraktal-Harmonizer, der arbeitet nicht mehr mit Prinzipien von Schauberger und so, da ist eine andere Technik, ja. Also das Universum ist richtig, richtig von eine Präsenz und eine Intelligenz durch. Also Gott würfelt nicht. Jede Sache ist wirklich an ihrem Platz. Auch die Schöpfung, die Geometrie, die wir sehen hier, das 0,00001, also ein 10 minus 9 sozusagen versus Materie, was man Materie nimmt, was wir bis jetzt studiert haben. Deshalb sagte auch Schauberger, wir bewegen falsch, weil die Materie zu studieren, du entdeckst nicht einfach, du versuchst da in einer Welt zu leben, was nicht real ist. Und das Unbekannte, der leere Raum, was 99,999, also auch eine minus 9 dahinter, 1, ist so groß, dass wir uns nie dafür interessiert haben. Aber diese Materie, dieser ganz minimale Wert ist in diesem leeren Raum so eingebettet. Wenn Krieg nimmst, wenn du Laozi nimmst, es ist beschrieben als göttlich einfach, ja. Und er ist voller mit Energie als die Materie, weil die Materie ist in ihm eingebettet, ja. Das heißt, wir haben bis jetzt in die falsche Richtung wissenschaftlich uns getätigt. Und deshalb haben wir eine Welt, die nicht entspricht dem, was sie ist. Deshalb können wir die Welt nicht richtig verstehen, wie sie ist. Hast du schon mal die Frage gestellt an einem anerkannten Wissenschaftler, der dieses von dir hört und sagt ja nicht zu dir, du bist ein Spinnerer, weil sie wehren sich ja gegen die anerkannte Wissenschaft, die ist ja die ultimative. Hast du da Erfahrungen auch? Ja, natürlich, aber da ich Informatiker bin, komme aus der künstlichen Intelligenz, habe bei Fraunhofer gearbeitet, bei VW,
Und ich habe ja auch da meine Stärken einfach. Die können das nicht, aber die bekämpfen mich auch. Wie Gandhi gesagt hat, du wirst belächelt, kritisiert, dann wirst du bekämpft und dann wirst du anerkannt einfach. Ich bin der Erste wirklich, der die Arbeiten von Wilhelm Reich pragmatisch realisiert hat in der Wüste. Dann habe ich Journalisten eingeladen, die da waren, habe ich Filmteams eingeladen, die da waren. Bernd Senf, der die Theorie hatte, der da war und kam nicht aus dem Staunen, als es anfing, nach 3 Stunden zu regnen und Wolken aus dem Nichts. Er fing richtig zu tanzen wie ein kleiner Junge und sagt: Danke, Willi, danke, Willi. Das war Wilhelm Reich, ja. Ja, es ist viel passiert Sie im sagten ja Moment. gerade Wolken aus dem Nichts. Ah, da würde ich nicht auch noch vielleicht eine Frage stellen. Bei den Cloudbustern und auch bei den Orgoniten, macht man da jetzt wirklich Wasser aus dem Nichts? Also es geht noch nicht in einer anderen Region, geht dann dieses Wasser ab. Man stiehlt nicht irgendwo Wasser. Und bei den negativen Einflüssen, bei den Auflösen, wie geschieht es da mit den Orgoniten? Schiebt man die an einen Rand, die negativen Einflüsse, oder löst man die auch wirklich richtig auf? Also, ich muss mal jetzt erstmal aufholen, damit man das aus dem Nichts, die Wolken, wie sie entstehen. Wir haben nicht das CO2, wie man uns versucht zu verkaufen, ist für die Dürre verantwortlich. Das ist die Radioaktivität. In Algerien waren 65 Atomversuche. Das heißt, das ist wie an einem Gebiet, wo alles erstarrt. Also diese Technik gleicht ein, sagen wir, Akupunkturnadel. Wir haben wir in unserem Körper, Gaia ist auch, unsere Erde ist auch genauso ein System. Wir haben Punkte, Energiepunkte. Es gibt da, wo wenig Energie, wo erstarrte Energie. Dann mit dieser Nadel können wir sedieren oder tonisieren. Tonisieren rechts drehend, Energie geben und sedieren links drehend, Energie abnehmen, bis die Energie dann fließt. Wenn sie nicht fließt, heißt Cha. Wenn sie fließt, heißt Chi. Bei Wilhelm Reich heißt das Do oder heißt das Orgon einfach, ja. Und er hat es dann funktional, mathematisch, er hat viel da gearbeitet und das aufgewiesen. Nehmen wir jetzt ein Milieu, wo Radioaktivität nicht vorhanden ist, sage ich einfach basisch, da entstehen schöne Wolken. Da kommt man an ein Gebiet, sauer. Nehmen wir, Radioaktivität ist da, saures Milieu, also da kommen die Wolken. Was machen die Wolken? Die können nicht als Wolken entstehen, H2O, die zerbröseln, die gehen auseinander. Das heißt, die O's werden allein sein und die H's sind allein. Und diese O's gehen in so einen, sagen wir, sauren Milieu, eine O3-Verbindung, das ist Ozon. Ja, und da kannst du kaum Wolkenbildung haben. Wenn ich komme mit meinem Gerät arbeite, ich tonisiere und ich sediere mit meinem Gerät an diesen Punkt im Himmel, dann mache ich aus dem sauren Milieu ein basisches Milieu. In diesem basischen Milieu können die O3 keine O3-Verbindung haben. Die gehen auseinander. Und diese O's, die dann frei geworden sind, gehen in vorhandenen H-Wasserstoffatome, die da sind, rumschwirren, eine Verbindung in diesem natürlichen Milieu, wie immer H2O. Und dann plötzlich sieht man wirklich aus dem Nichts Wolken entstehen, im blauen Himmel einfach, ja, und danach schwarze Wolken und es regnet. Orgonit, ich habe nichts gegen Orgonit, aber Orgonit richtig eingesetzt. Wir sind in einer Welt, wie Wilhelm Reich seine Orgonkiste gebaut hat, oder die Transistortechnik, oder die, sagen wir, Kapazitätstechnik, Elektronik nach Tesla. Wir haben leitende Schichten und nicht leitenden Schichten. Sobald man das parallel zueinander macht in ein Orgonit, habe ich nichts gegen, weil es gibt leitend, nicht leitend, dann funktioniert das. Aber wenn jetzt man Orgonit nimmt und man schmeißt da Spänen einfach rein in einen Chaoszustand und da entstehen keine, sagen wir, das ist wie bei den Chakren, es entstehen keine differenzierte Bereiche, die untereinander agieren.
Also ich habe mit Orgoniten gearbeitet bei Bienen, die nicht geordnet waren, die chaotisch waren. Die Folge war, dass die Bienen die Bienenkönigin sogar umgebracht haben, weil sie hatten keine geordnete, irgendwie natürlichen Verhalten. Dann habe ich Orgoniten gebaut, die richtig Schicht auf Schicht und ganz parallel und ganz sauber separiert werden, leitend, nicht leitend. Das hatte einen anderen Effekt gegeben. Da muss man wirklich achten auf diesem Prinzip. Ah, danke, das habe ich so verstanden. Man muss die Erde auch wie einen Körper sehen. Und Sie haben so ein Beispiel gegeben wie Akupunktur. Und so verbessert man, wenn man ein System dann an den Ort der Erde verbessert, beeinflusst sich das auch wiederum positiv auf das andere aus. Wobei man doch bei Organiten das so wie die mit den weißen Blutkörperchen dann zu verstehen hat. Die können sehr hilfreich sein, aber falsch eingesetzt dann auch wieder das System erkranken. Sollte man auch sehr gut Acht geben, wenn man sich Orgonite kauft, wie ein Schnecken verpackt, wo man nicht reinschauen kann. Gell, so eine Hobby zum Beispiel mir geschenkt kriegt. Wie kann man sowas testen als normaler Mensch, ob ein Orgonit dann auch gut ist, so mit Tensoren, oder haben Sie da auch andere Empfehlungen? Also bei diesen gibt es den kinesiologischen Test, in dem man ein Organit in eine Hand hält und dann versucht diese. Aber man muss guter Kinologe sein, um das dann nicht schummeln oder pendeln. Also es gibt bis jetzt noch kein Gerät, der diese Organenergie, weil das ist ja Skalarwellen. Skalarwellen sind longitudinale und transversale Wellen, die sich gegenseitig aufheben. Deshalb können wir da kein Gerät zur Messung, ja. Da ist der Matthias, der möchte da was zu ergänzen, vermute ich, Matthias. Ja, ich habe gehört, dass die Russen das messen können. Die sollen angeblich Messgeräte dafür haben. Man kann sich ja die Skalarwelle wie so die Schallwelle des Stroms sich vielleicht so ein bisschen vorstellen. Also wenn man dann quasi den Kopf auf ein Bahngleis auf die Schienen legt und dann so den herankommenden Zug hört. Also das heißt, wenn der Strom durch den Leiter poltert, in Anführungszeichen, hört man das auch. Und das ist dann, so ich das verstanden habe, der Skalarwellenanteil. Dafür müsste man eigentlich ein Messgerät bauen können. Matic, so jetzt aber. Musikpause würde ich sagen, bevor wir dann in den nächsten Block eingehen, oder? Ja, ich freue mich auf eine Pause. Ich habe einen trockenen Mund und ich brauche eine Zigarette. Das ist gut. Die Gesundheitszigarette, liebe Zuhörer, sowas soll es auch geben. Ja? Wie bewusst rauchen wir? Oh, jetzt habe ich wieder alle Gegner gegen mich. Kann nicht gut sein. Ja, die Indianer haben gesagt, Tabak ist eine Heilpflanze. Theoretisch Zigaretten, warum die verboten sind, weil das ist das einzige Mittel, Antidot gegen Chemtrails. Es schützt die Lunge. Und ich kann dir meine Geschichte erzählen, wie ich dazu kam und warum ich wieder rauche und warum ich wieder fit geworden bin, nachdem ich Morgellons schon in der Lunge hatte. Dann starten wir nach der Pause das. Magst du deinen ersten Song ankündigen? Okay, der ist schon weg am Rauchen. Ich kann es nicht genau aussprechen, aber ihr wisst ja, ich bin der beste DJ. Hahaha. Sendu, was Kulturelles, vermute ich, aus Algerien. Wir werden gleich. Ja? Ja. Und zurück sind wir. Madjid Abdulaziz heute, Graue Zone der Wissenschaft. Morgen, ein Sendehinweis, gehen wir in die neue Wissenschaft rein. Da ist der Roland Hofer bei uns. Und Roland Hofer beschäftigt sich sehr mit seiner Erkundung der Erde, der Lebewesen, Planeten, Universum. Wir haben ja schon viel von ihm gehört. Morgen ab 20 Uhr und dann noch ein Hinweis für den 2. September. Dort ist der Peter der Erste bei uns, der ernannte König von Deutschland, vom Königreich Deutschland, Peter Fitzek auch bekannt. Er ist am 2. September ab 20 Uhr hier auf OKTALK. Ja, wir waren beim Rauchen stehen geblieben. Und ja, wie gesagt, die Heilpflanze, sagten die Indianer, ist der Tabak. Aber gut, Matic,
Majid hat vorhin schon angedeutet und ich übergebe ihm jetzt einfach mal das Mikrofon. Und in der Reihe ist noch der Roman da, dann geht der Jenne das Mikrofon, dann zum Armin rüber. Und im Warteraum, Frankie, mag noch ein bisschen Geduld. Und liebe Zuhörer, anrufen dürft ihr auch. 0043 für Österreich, das Festnetztelefon aus Österreich. 720-518-19 und die 7. Und auch der Franz Reutinger, noch ein bisschen Geduld. Bleibt ruhig im Warteraum. Und jetzt rüber zum Madic. Ja, hallo. Grüß Gott an die Runde. Wir waren bei guter Tabak, glaube ich, stehen geblieben. Ja, also guter Tabak muss es sein, wie bei den Indianern. Kann euch nur bezogen auf mich meine Erfahrung einfach erzählen über diese Chemtrails und Zigarette und was ich dann durch meine Recherchen dann erfahren habe. Ich war auf einen Vortrag zusammengebrochen und ich konnte keine Luft kriegen und so und Antibiotika haben nicht geholfen. Dann habe ich einen guten Freund angerufen, der versiert war auf dem Gebiet. Ich will den Namen hier nicht nennen. Und der hat gesagt, aha, du Arme, gibt es einen Zigarettenautomat in deiner Nähe? Habe ich gesagt, was? Zigarette? Sag bloß nicht. Ich habe aufgehört zu rauchen 1983 und jetzt willst du, dass ich eine Zigarette rauche? Sagt er, mach das. Such dir eine gute Marke, die dir schmeckt und rauch mal ein, zwei oder drei Zigaretten. Dann rufst du mich wieder an. Tatsächlich ging ich raus, wieder willens, habe ich dann eine Schachtelzigarette gekauft. Habe ich mich hingesetzt in einem Café, einen Kaffee bestellt und dann habe ich die Zigarette geraucht. Ich war sowieso, ich hatte keine andere Wahl. Es war der letzte Strohhalm für mich. Ich fühlte mich wirklich um Jahre geältert, schwach, keine Kräfte und irgendwie lustlos. Dann habe ich dann geraucht, die erste Zigarette. Und ich fühlte mich im wahrsten Sinne des Wortes wie befreit einfach. Ja, ich fing an wieder richtig zu atmen und. Dann habe ich, glaube an dem Tag 5 Zigaretten geraucht. Ich war weg von diesem Zustand, wo ich dann angeschlagen war. Da habe ich meinen Freund nochmal angerufen. Dann hat er mich aufgeklärt über Chemtrails, dass da Viren, dass da, was weiß ich, was hat er gesagt, damals Barium, Strontium, Titanat, Aluminium, unheimlich viele Sachen und die bilden sich dann, die gehen eine dreischakrige Verbindung im Körper und die Lunge ist wichtig für die. Wenn man Nikotin in der Lunge hat, wenn man raucht, guten Tabak, dann bildet diese Lunge eine Schicht einfach. Ja, dann habe ich gesagt, kannst du mir alles erzählen, was du willst. Ich will ja nicht eine schwarze Lunge haben. Dann fing er an, wirklich zu lachen. Er sagte, glaubst du diesen Blödsinn? Er hat gesagt, die schwarze Lunge und die Aufnahmen, die man auf den Schachteln Zigaretten tut, die stammen von Bergwerken, wo die dann diese Kohle abgebaut haben. Nach Monaten ist richtig die Lunge schwarz geworden. Aber geh mal zum Arzt. Und sag mal, kannst du bei mir so durch Aufnahmen und sowas sagen, ob ich zu viel geraucht habe? Wie schwarz ist meine Lunge? Der Arzt wird dich wirklich auslachen. Er kann das nicht feststellen, weil es gibt keine schwarze Lunge. Die Ärzte, die sagen, ich kann bei einem Raucher feststellen, ob er Raucher ist oder nicht, nur indem ich ihn frage, bist du Raucher? Sonst nichts. Was anderes gibt es nicht. Ja. Und dann, seitdem habe ich dann angefangen zu rauchen und ich fühle mich geschützt. Ich bewege mich in Gegenden, wo viel Chemtrails und sowas gesprüht wird. Und diese Symptome, die damals bei mir waren, Müdigkeit, wie sagt man, Schweißausbrüche und irgendwas mit meinem Körper ist, was ich nicht kontrollieren kann, ist alles weg. Ja, ich fühle mich wohl. Ich rauche meine bis 10 Zigaretten am Tag. Ja. Und ich habe gesagt, hat er zu mir gesagt, seit wann haben die angefangen, auf Zigaretten zu schreiben? Rauchen tötet, Rauchen verursacht Sex, Schwäche, Rauchen macht dies und das und die machen Bilder. Gleichzeitig, indem sie anfingen, dann mit
die Chemtrails dann zu sprühen einfach, ja. Und die wollten nicht, dass die Leute auf diese, auf diesen, wie sagt man, das, das ist das einzige Antidot gegen diese Chemtrails einfach. Das ist ein Schutz, ja. Ja, das mit den Zigaretten, da kann ich wirklich zustimmen. Beispiel bei mir, also ich nenne ja keine Marken, aber ich, seitdem ich auf diese naturbelassenen Tabak umgestiegen bin, der von angehenden Naturvölkern produziert wird, kann man ja überall mal kaufen, habe ich angefangen, diese alten Zigaretten richtig 3 Wochen lang rauszuschleimen während des Rauchens der neuen Tabaks. Und danach war Ruhe. Seitdem schleime ich nicht mehr in dem Sinne, ich huste nicht mehr. Natürlich mit Bedacht, man raucht ja nicht gleich 2, 3 Backerl am Tag. Das ist auch Maß und Ziel, was wichtig ist. Ich finde es echt toll. Es war so schön, wie der Matthias uns heute auch wieder schön ergänzt hat mit Russland. Da hätte ich vielleicht eine Frage, weil wir ja wissen, dass von Amerika, NATO, westlichen Mächten ja wenig Hilfe für sie erwarten können. Wie ist es dann mit den Russen? Sind die ein bisschen hilfsbereiter, um solche Desert Greening Projekte voranzutreiben? Und wie schaut es da aus? Also wie die Russen jetzt auf diese Gönning, das weiß ich nicht. Ich weiß, dass damals Harald Kautzweller da war und er hat die aufgeklärt über diese Chemtrails und die haben sofort gestoppt, das Programm. Putin hat da dann eingewirkt und er ist dann ein anderer Weg gegangen einfach, ja. Letztens fangen auch Politiker über Desert Greening zu reden. Wie die Partei Die Mitte, glaube ich, der Herr Hörstel, und wo er letztens eine Sprache irgendwie in seinem Kanal gebracht hat, hört auf, uns mit Milliarden, die sie verschwenden für nichts und gar nichts und Chemtrails und so, wenden Sie sich an Desert Greening. Herr Abdelaziz, der hat eine Lösung, wie man das alles bekämpft und wie man Regen macht und wie man die Dürre in Deutschland bekämpfen kann. Ja, danke, Herr Majid. Ich freue mich gern auf die Gedanken und Fragen von Jenne. Hallo Jenne, guten Abend. Ja, moin miteinander. Und ein besonderes Moin an Majid. Und ich finde das wahnsinnig spannend, wie du das alles aufzeigst und wie klar du das so definierst. Ich hätte eine Frage dazu. Also, und noch was habe ich davor, wie die Sendung anfing und wie du anfingst zu referieren. Da hatten wir hier direkt vom Fenster einen Regenbogen. Ne? Nur mal so. Und ja, und meine Frage ist also mit den Tesla-Spulen, mit dieser Raumenergie, also wir kennen ja Strom, Starkstrom und Spannung und all sowas, aber wir haben ja diese weiche Raumenergie, die uns umgibt, die ja dadurch genutzt wird. Und wenn ich das so richtig verstanden habe in meinen Recherchen, dann sind diese Tesla-Spulen da, um diese Raumenergie aufzunehmen, zu verstärken und dann wieder abzugeben in Abnehmer. Habe ich das richtig verstanden, Matthias? Ich kann das anders erklären, damit man das versteht. Es gibt eine atmosphärische, wie sagt man, Spannung, Hochspannung. Das sieht man auch an den Blitzen, an das Gewitter und, ja. Und meine Antennen, diese Hochspannungstechnik kann man mit Antennen sozusagen beeinflussen ab 2 Meter. Deshalb nehme ich für meine Sphärenharmonie-Antennen, die sind 6 Meter. Das heißt, gehe ich auf sicher. Dann bin ich mittendrin im Geschehen. Wenn ihr, sagen wir, Harmoniestationen, die auf dem Markt sind, die euch angeboten werden, die unter 2 Meter sind, könnt ihr gleich auf den Müllhaufen schmeißen. Weil wie kann das arbeiten? Wie kann ich in dieser atmosphärische, das ist dann nur Charlatanerie und Geld verdienen und so. Ja, und das wird nicht funktionieren. Das heißt, wenn ich die Primärspule habe und ich habe solche Antennen, bei mir, die sind über 2 Meter immer, die kleinsten, die Mini-SHA, dann geschieht das einfach, dass ich auf diese
Hochspannungsatmosphäre zugreifen kann. Und mit meinem Piezostrom, was ich mache, das heißt, von oben kommt was, von unten kommt was, Blumen des Lebens transformiert das, das Trientra, das ist ein gewaltiger Reaktor, bringt das in die 3D-Form und das Dodekaeder, das, sagen wir, Baustein zum Universum, verdichtet das und erhält das sozusagen. Und viele Leute, die da Messungen gemacht haben und so, die sagen wirklich, die Chemtrails verschwinden. Also in Kaiserslautern, der hat viele Leute gebracht, die das gemessen haben. Die haben gesagt, da unten an dem Punkt, wo die Blume des Lebens ist, da ist was. Da ist eine, wie ein schwarzes Loch oder sowas, der das alles einsaugt. Ja, und der Himmel bleibt frei, blau, Wolken. Und die Vögel kommen zurück, die Menschen fühlen sich da wohl. Und was die Leute interessiert hat am meisten, die Hotels hatten, wie in Kaiserslautern oder Blauplanet, oder die sagen, nachdem wir die Anlage installiert haben, sind die Geschäfte wieder sehr gut geworden. Und die Anlage haben wir längst amortisiert, ich wollte sagen harmonisiert. Okay, danke. Und dann habe ich noch eine Frage zu dem Wasser. Also du machst das nach Schaumberger, dass du die Spirale ins Wasser setzt, so mit das Sauerstoff auch ins Wasser bringst. Ist das auch richtig? Das ist das Implosionsgesetz. Das heißt, ich gebe eine kleine Geschwindigkeit draußen. Implosiv und in der Mitte wird die Geschwindigkeit ins Unendliche sozusagen. Und das ist ja das Kraftwerk, was Rientra dann richtig exponentiell einfach versteigert. Und diese kleine Anlage tritt dann mit der großen in Resonanz und dann entsteht das Fluidium sozusagen Effekt. Im Moment bin ich auf eine sehr interessante Entdeckung gekommen, die aus Japan kommt, wo ich das noch verkleinern kann und stärker machen kann. Das ist mit ionisiertes Wasser, also pH-Wert 11 oder 9,5. Dazu gibt es die ersten Geräte. Ein Gerät habe ich mit nach Algerien genommen, für Familie, die wirklich gesundheitliche Probleme haben, weil wenn wir alt werden, wir produzieren keine Zellen mehr. Wenn der Körper Calcium braucht, der geht an die Knochen und er nimmt von da, damit das Immunsystem weiter so funktionieren kann. Und das heißt, wenn, sagen wir, les sous-sen, also die Zellen, die noch nicht programmiert sind, die wissen noch nicht, ob sie Leber oder ob sie Herz werden, ob die Zähne werden, die gibt es nicht. Das hat aufgehört zu produzieren, weil die Oxidanz und viele Faktoren, schlechte Ernährung, schlechtes Wasser, was wir trinken, macht, dass wir alt werden und diese wunderbare Sush-Zellen hört auf dann zu produzieren, die geht weg, dann geht dein Körper automatisch an deinen Knochen oder so, wo er das Calcium oder was ihm fehlt. Deshalb werden dann die Menschen alt und die Knochen zerbröseln und Schmerzen und Arthrose, Arthritis und. Und seitdem ich das Gerät habe, probiere ich jetzt dann der Mutter von meiner Frau, meine Schwiegermutter. Die hatte nur Haut und Knochen, ne, als wir anfingen, ja. Und sie lag nur im Bett, jede halbe Stunde umdrehen, nochmal, es war nervig. Und habe ich das Gerät mit. Jetzt geben wir ihr 9,5 pH-Wert, ab und zu mal 11, wenn sie aufsteht. Jetzt die ist wieder quicklebendig, weil sie produziert diese, wie sagt man, Virgin-Zellen einfach, die noch nicht wissen, was sie werden. Ne? Die Augen glänzen wieder, die Haare sind wirklich dunkler geworden. Ich komme selber nicht aus dem Staunen und diese Technik will ich dann später in die Minisphärenharmonie, weil wenn die 5G kommt, das war mein großer Bedenken. Bis jetzt habe ich alles gemacht, es hat funktioniert. Wenn die 5G kommt, das wirklich Mikrowellenbereich ist, das
richtig Militärtechnik ist, was soll ich machen? Und es gibt ja keine Zufälle. Dann habe ich eine Frau getroffen, die das nach Deutschland holt. Es ging mir auch nicht gut mit Stuhlgang und sowas, hat mich das probieren lassen. Dann ging es mir besser, seitdem nehme ich das immer. Und ich will diese Technik in meine Technik jetzt erweitern. Ja, sehr spannend. Danke dafür. Majid, kann man deine Technologie oder deine Sachen auch irgendwie bildlich nachgucken? Hast du Videomaterial dazu? Ich meine, es ist ja auch in aller Interessen, dass ja jedem geholfen wird. Und wir können ein Klammer hier aufmachen. Die Firma heißt Happy Water Team. Ich bin gerade hier bei Petra, hier heute Abend hatten wir was zu besprechen und sie kann das erklären kurz und ihr könnt euch dann die Webseite oder so notieren und was es macht einfach, ja. Super toll. Dankeschön. Madic, du hast ja, wir hören sie jetzt gleich, ne, auf jeden Fall. Du kannst ja dann auch noch mal erzählen, wo deine Harmonieanlagen alle stehen. Du warst ja auch in der Schweiz, hast wieder eine neue aufgebaut. Aber jetzt das Mikrofon für deine lieben Kollegin. Ja, die Anlagen, wo die stehen, überall auf der Welt, hier in Europa, das kann man, wir haben jetzt eine Liste erstellt bei Blauplanet, der die auch betreibt und der in eng Zusammenarbeit mit uns weitermacht, weil ich bin ja weltweit, ich habe keine Zeit für die Montage oder für diese Sachen. Dann hole ich immer Leute in mein Team, die dann mitwirken, mitmachen. Hier zum Beispiel Frau Petra hier, die kann euch kurz sagen zu dem Happy Water, weil da ein paar Leute jetzt gefragt haben, wo man das bringen kann. Ja, ihr könnt ganz aktuell unseren Vortrag auf YouTube gucken unter Happy Water Team. Und Susanne Dulle hat den Vortrag sehr schön in drei Teilen. Oder ihr guckt direkt auf der Seite. Und ich war damals, wie ich das erste Mal davon gehört habe, erst ganz skeptisch gewesen. Aber als ich dann die ganzen Zusammenhänge verstanden hatte und es selbst ausprobiert habe, also total begeistert und meine ganze Familie und alle, die es mittrinken, genauso. Und ich bin ganz, ganz froh, dass der Majid sozusagen das auch mit nach Algerien bringt, weil er eben erzählt, dass dort auch eine Menge Leute gesundheitliche Probleme haben. Und wir können uns wirklich mit richtig gutem Wasser sehr, sehr gut weiterhelfen. Okay, kurz dazu. Hast du noch Fragen? Gibt es dazu Fragen? Ja. Nein, danke schön. Ich bin schon auf der Suche nach den Seiten. Ich werde das jetzt hier nochmal im Chat verlinken. Und sehr spannend und bin schon sehr wissbegierig, mir die ganzen Sachen anzugucken. Und danke für euer Tun. Ja, danke dir, Jenne. Und danke, liebe Zuhörer, wir haben gute Einschaltquoten. Schön, dass ihr bei uns seid. Einfach auf Chat klicken. Es sind viele neue Anmeldungen gekommen. Das Anrufen, Chat nutzen und dann können wir eures auch mit einfließen lassen. Ja, gut, gehen wir direkt weiter. Jenne, danke dir. Germane, das ist der Armin und dann der Franz Reutinger. Und ich freue mich auf Armin. Guten Abend. Guten Abend miteinander. Sehr, sehr spannend. Ich befasse mich selber schon lange mit Wilhelm Reich und auch mit dem Herrn Senf und habe da schon einiges drüber gelesen. Habe selber bei mir so eine Harmoniestation gebastelt und habe zwei eigentlich am Laufen. Einmal so ein Elementi-Wirbel mit einem ca. 50 Kilo Bergkristall in der Mitte und das andere ist mehr oder weniger eine Eisenstange mit einem Kristall drauf, im Wasser stehend und so weiter, mit den Schichten außenrum, also leitend, nicht leitend, leitend, nicht leitend. Und das ist mir schon alles klar. Was ich auch fragen wollte ist, du hast vorhin von einer Wohlfühlfrequenz gesprochen, die du eigentlich in die Welt bringen wolltest, damit es den Menschen besser geht. Und was für eine Frequenz hast du denn da ausgemacht? Wie hoch ist die? In welchem Herzbereich liegt die? Ja, die Frequenz ist 7,8 bis 8 ungefähr. Die schwingt, ja. Das ist die uns wohlgesonnene Frequenz von den 50er oder
40er Jahren, wo die Romantik noch da war, wo wenn eine Frau da lief und ihr Mann im Visier hatte und hat ein Taschentuch fallen lassen, der kam, hat das Taschentuch da genommen, ihr gegeben und die Hand geküsst und dann sie eingeladen, wo man noch Schmetterlinge im Bauch hatte. Ja, heutzutage haben wir diese Frequenz nicht. Wir sind ein bisschen kühler geworden, ja, und das Herz ist nicht mehr an seine richtige Stelle. Bei mir denke ich, mit dieser Frequenz kann man sein Herz im Kopf spüren. Dann wird man mit dem Herzen denken, wie Antoine de Saint-Exupéry in seinem Buch Le Petit Prince, der kleine Prinz, da so schön beschreibt. Ja, die 7,8 oder 7,83, das ist ja die ursprüngliche Schumann-Frequenz. Du hast gesagt, die ist mittlerweile auf 13 oder 14 Hertz gestiegen. Von wo kommen denn diese Messdaten? Also ich gucke mir täglich auf diese russische Seite und schaue mir die momentanen Schumann-Frequenzen an, wie die denn liegen. Also es gibt halt ziemlich starke Ausschläge. Es wird gesagt, dass die durch Blitze und so weiter natürlich auch verändert werden. Harp spielt natürlich da auch eine große Rolle. Und da ist die Trägerfrequenz liegt aber immer noch bei 7,9 oder 7,8 Hertz. Daher hätte mich interessiert, woher du diese Informationen hast, dass eben diese Schumann-Frequenz auf diese Höhe bereits grundsätzlich gestiegen ist. Ja, ich habe zum Beispiel viel mit Kauzwelle gearbeitet und mit vielen anderen. Und es gibt auch da NASA-Seiten, wo man das tägliche oder stündliche Frequenz der Schumanns Frequenz so nachlesen kann einfach, ja. Und Dieter Broers zum Beispiel und die Experten auf dem Gebiet. Ich bin ja kein Experte auf der Schumanns Frequenz. Und ich weiß, wenn sie sich erhöht, für mich war es am Anfang nur Harp, ja, dazu bedingt. Aber da wir jetzt in das Wassermannszeitalter kommen, wo sowieso eine höhere Frequenz irgendwie kommt, ein anderes Energielevel, deshalb ist es wichtig für uns, diese Frequenz, die vorhanden ist, zu nutzen für Meditation, um in Delta sozusagen Frequenzen zu kommen, damit wir uns wahrnehmen, eins mit uns werden, im Herzen verankert und dann geschieht das mit den Chakrenöffnungen, Muladhara, bis zu dem Charchar da oben, dass die Ängste verschwinden, weil das erste ist ja geschlossen und geht nicht wegen den Ängsten, die wir haben, das zweite wegen den Schamgefühlen, das dritte wegen, was weiß ich, habe sie jetzt nicht alle im Kopf, weil es bedarf dann einer Extrasendung, ja. Und ich habe das in meinem Umfeld, auch bei den Tieren, bei dieser konstant, nicht als Trägerwelle. Die Trägerwelle ist ja da, sonst hätte ich nichts wie sagt man, zu kriegen. Und die schwingt, wie du vorhin gesagt hast, sprunghaftig. Das heißt, es gibt verschiedene Werte. Und wenn man den Mittelwert nimmt, auf Dauer von diesen verschiedenen Frequenzen, kommt man auf 13. So ist meine Vermutung, ja. Ich glaube auch nicht an diese NASA-Berichte oder so, aber ich merke eine Veränderung und ich merke durch meine Geräte, da bleibt man konstant, hat man keine Sprünge nach oben oder nach unten, ja, das merkt man schon. Dankeschön. Armin, ja, nochmal nachhaken. Nee, war nur noch ganz kurz. Es gibt ja sogar mittlerweile ja, wissenschaftliche Untersuchungen bezüglich der unterschiedlichen Organfrequenzen. Ne? Es gibt beispielsweise die Haut ist bei 6 Hertz, die Milz ist bei 11 Hertz, bei 21,5 liegt das Rippenfell. Also wir sind ja durchzogen von unterschiedlichen Frequenzen. Also wir sind letztendlich, wenn man es genau nimmt, ein sehr, sehr komplexes Energiesystem mit unterschiedlichen Frequenzen. Und es ist natürlich schon schwierig, hier da das Passende rauszufinden. Also die höchste Frequenz geht bis 96,5. Da geht's dann, sind wir dann im Bereich Knochenwucherungen und so weiter, was das halt, wo da halt alles entstehen kann.
Es ist schon sehr, sehr spannend, dass man hier da wirklich das Genaue herausfindet, was denn für den Menschen förderlich ist und nicht zerstörend, was ja alles bei uns momentan aufschlägt. So eine Naturharmoniestation, da bin ich sehr, sehr interessiert. Ich möchte mir sowas auch bauen, weil ich finde es einfach sehr wichtig für die Menschheit, dass hier wenigstens ein paar von diesen Stationen stehen, die dem ganzen Irrsinn, der da geschieht, entgegenwirken können oder besser gesagt, das besser harmonisieren. Also, tut mir leid, ich baue keine Naturharmoniestationen, ich baue Sphärenharmoniestationen. Also die Naturharmoniestation von Urs Wirth hat mit mir nichts zu tun. Das ist ein Plagiat, das ist eine Kopie. Und damals habe ich ihm gesagt, er soll keine Orgonwicklung an dem Rohr machen, weil durch Chemtrails und so kommen radioaktive Teile, haften sich an diese Rohre und nach 6 Monaten kippt es um und dann hast du Brennstäbe, die radioaktiv sind und die das Uranoeffekt von Wilhelm Reich dann erzeugen. Er wollte nicht auf mich hören. Ich will, dass wir zusammenarbeiten, dass wir was Gutes für die Menschen machen, nicht hier mit Propaganda. Abdelaziz verkauft seine Stationen für über 4.000. Bei mir kosten sie nur 300. Er verwirrt die Leute. Viele Leute sind auf mein Seminar gekommen und die haben starke Kopfschmerzen, weil sie diese Naturharmonie-Station erlebt haben, wenn sie umgekippt ist, einfach radioaktiv geworden ist. Ein Journalist hat ihn interviewt. Er hat gesagt, ja, Abdelaziz sagt das und das über die Naturharmonie. Ja, es stimmt. Man muss das Wasser dann wechseln, man muss erden und man muss, wenn die Stäbe radioaktiv sind, dann einfach spülen und richtig reinigen. Ja, warum macht Merkel das nicht mit radioaktiven Brennstäben und die muss die dann wie viel Meter unter die Erde bringen? Weil einmal radioaktiv, immer radioaktiv. Ich habe das Gefühl, die Leute wissen nicht, was sie tun, ja. Also ich betreibe keine Naturharmoniestation, daran glaube ich nicht. Meine Stationen heißen Sphärenharmoniestationen. Okay, mein Fehler. Ich dachte ja auch an eine Sphärenharmoniestation. Ich habe das fälschlicherweise in einen Topf geworfen. Es sind natürlich zwei Paar Stiefel. Danke, der Armin. Danke für die Info. Und jetzt rufen wir den Franz Reutinger. Ich hoffe, er hat dort ein gutes Internet. Er ist zumindest stabil hier. Guten Abend, Franz Reutinger. Ja, hallo, hört ihr mich? Wunderbar, hören wir dich. Im Übrigen, der Jesse Massen ist heute auch bei uns. Ich habe ihn mal ins Sprechen geholt. Ich hoffe, er ist gleich auch hier zu hören. Franz, dein Mikrofon. Ja, hallo, die Runde. Hallo, Majid. Freut mich, dich wieder zu hören. Hallo. Hallo. Ja, also dieses große Thema, was du ansprichst, in meiner eigenen Selbsterfahrungshistorie ist ganz richtig. Ich glaube, das, was du ansprichst, es muss eines passieren, der sich mit solchen Anlagen beschäftigt oder selber mit Organiten und mit der gesamten Energetik beschäftigt, prinzipiell, muss man wissen und erfahren, dass es Thor gibt, Ornanur gibt, Orgon gibt, und so weiter. Und die gesamte Erfahrung von Wilhelm Reich, die er gemacht hat, und auch die Vorträge von Bernd Sand ist, glaube ich, die wichtigste Basis, die als Grundlage hier in die Köpfe muss. Ich habe mit Organiten gearbeitet und da ist ein ganzer Obstgarten draufgegangen, ja, weil sich so viel Tor gebildet hat und weil dieses Tor nicht richtig abgeführt werden konnte in die Erde. Und Ornanur-Themen sind in unserer Zeit einfach große Themen. Wenn ich etwas Positives in der nicht richtigen Dimensionierung mache, entsteht Ornanur und die Kinder erleiden einfach oder spüren das am besten, wenn sie eine Woche in den Bergen mit den Eltern sind und dann kommen sie wieder in die Großstadt mit den Ornanur mit den Torfeldern, ja, dann entsteht in ihren Körpern auch Aufruhr. Das ist ganz ein wichtiger Punkt, den du immer ansprichst. Und ich glaube, du hast es geschafft, hier die richtige Balance zu finden zwischen positiver
Sphärenenergie, Akupunktur zu machen und das Tor herunten in der richtigen Weise zu verwandeln und dieses Atmen einfach zu machen. Und jeder, der selber baut, ist angehalten, hier diese Balance in seinen eigenen Anlagen zu finden. Was mir die Frage Iran liegt mir auf der Zunge. Iran, hast du eine super Anlage gebaut und da gab es große Blockaden in diesen Bereichen. Ich glaube, es hat auch mit erhöhter Radioaktivität zu tun. Vielleicht kannst du was sagen. Und dann kam die große Entspannung und das große Hochwasser dort. Also große Torfelder wurden umgewandelt. Der Entspannungseffekt waren die großen Hochwasser. Was kannst du dazu sagen, Majid? Ja, zu Iran kann ich nur sagen, ich wurde geholt. Ich hatte einen Vermittler, der mich übers Ohr gehauen hat, wie Andreas Pfeiffer damals. Die vermitteln, die kommen an das Geld und zum Schluss kriege ich nur einen Bruchteil. Als ich da war, habe ich gesehen, von den 50.000 versprochenen 50.000 Euro habe ich 15.000 bekommen. Und dann hin und her, das heißt, ich war schon sauer. Und die Anlage, die ich in Auftrag zu bauen gegeben hatte, 10 Meter Durchmesser, die war nicht betonmäßig, so wie ich gesagt habe. Die wollten, um Geld zu sparen, einfach mit geteerte Elemente, was man auf dem Dach tut, einfach, ja. Dann habe ich gesagt, Leute, ich gebe euch Zeit, das wieder in Ordnung zu bringen. Ich will hier Beton haben und wie lange braucht ihr? 3 Tage, habe ich gesagt, okay, in 3 Tagen bin ich zurück und können wir dann hier arbeiten. Habe ich dann 3 Tage sehr schön in Isfahan gemacht, weil ich wollte mir die Gegend angucken, wie weit was da steht. Dann habe ich mit den Behörden in Isfahan geredet. Da war ein Fluss da in Isfahan und eine alte Brücke, der war richtig ausgetrocknet. Und wir haben dann geredet und so. Und dann habe ich gesagt, okay, ich bin bereit, mit auch Fachleuten zu reden. Dann hatten sie mir 4 Universitäten gegeben. Dann bin ich zu Anlagenbau zurück, war betoniert. Haben wir angefangen zu arbeiten. Da waren immer ein paar Spinner, die dagegen einfach. Aber dieses Mal die Mullahs, die haben dann das bewilligt, weil da war von denen jemand da. Und an dem Tag, wo ich die Anlage dann in Betrieb gesetzt habe, ist eine der größten, die ich gebaut habe überhaupt. Da hatten sie auch eine Drohne dabei, um alles zu filmen. Da waren über 40 Leute um die Anlage, Universitätsleute, Mullah, andere Arbeiter, ich, mein Crew. Und als dann ein Student anfing, der meinte, er kennt sich in Wilhelm Reich gut und so, Nur dummes Zeug einfach. Ja, der Himmel wird jetzt einen Orgasmus bekommen, wollte das ins Lächerliche ziehen. Dann habe ich gesagt, ich kann ja unter diesen Umständen nicht arbeiten. Ich brauche meine Ruhe. Ich habe mich von dem entfernt, habe ich die Anlage eingeschaltet und plötzlich sehe ich die Leute, die irgendwie euphorisch so anfingen zu schreien, Allah, weil die Anlage hat tatsächlich, ich habe Bilder auf dem Himmel, das Wort Allah geschrieben in Wolken. Und die Mullahs, die haben gesagt, das ist ein Zeichen. Entfernt diese junge Wissenschaftler hier, wir wollen mit Herrn Abdelaziz arbeiten. Am Anfang war es schwierig, weil die hatten Radaranlagen da, das ist Militärzeug, auch noch geheim und Radioaktivität war ohne Ende in der Luft. Ich habe denen gesagt, Wolken kamen, da war ein Staudamm in der Nähe, das war die Stadt, also diese iranische Namen muss ich dann in meinem Paper gucken, wie die hieß. Dann habe ich gesagt, nach 3-4 Monaten wird das Dor dann sich transformieren, das heißt aufgelöst, dann fängt die Anlage richtig zu arbeiten. So viel müssen sie Geduld haben, aber die müssen dann jeden Tag hier kommen und eine einstellen, ausstellen, habe ich genau den Plan da aufgezeichnet.
Zu meiner Zeit hat es ein bisschen genieselt, aber reichte nicht, Wolken und. Dann bin ich weggegangen und nach, glaube ich, 6 Monaten kam der Schnee da, wie ich es beschrieben hatte, kam dann danach Regen ohne Ende, weil ich habe gesagt, wenn ihr so weit seid, ich muss kommen. Aber der Vermittler da, was weiß ich, der damals das Geld einheimst hatte, hat sich mit dem nicht verstanden und er hat gesagt, ich bin nicht bereit oder was hat er da ausgebreitet. Ich habe gesagt, okay, sollen Sie dann den Regen haben und wenn Sie mich brauchen, die wissen, wo Sie mich anrufen. Ja, und ich habe dann die Zeitungen gesehen, es waren Überschwemmungen ohne Ende. Später habe ich erfahren, die wollten diese Überschwemmungen, weil der Boden war wirklich so trocken, der Wasserspiegel gesunken, die wollten, dass es dann wieder hochkommt, hier bei mir in der Wüste. Also Isfahan ist eine wieder verwandelte Landschaft, nicht wieder zu erkennen. Der Fluss ist wirklich voll. Ich habe dann Danksagungen bekommen und die haben gesagt, wir haben die Situation im Griff. Ich habe gesagt, lasst es so, kümmert euch um die Kanalisation, dass das Wasser wirklich absichert und so. Es ist lieber viel Wasser als weniger Wasser, ja. Und die haben sich damit abgefunden und sie sind zufrieden. Und bis jetzt haben sie nicht irgendwie sich gemeldet, aber die haben mir angeboten, später in Isfahan so Lectures zu geben, so als Art Assistent für Wilhelm Reich, Schauberger und sowas, da alles auszubreiten. Ja, das heißt also, die Anlage wurde nicht von dir fein eingestellt, sondern es wurde in Betrieb genommen. Aber wenn du vor Ort gewesen wärst und eine bessere Zusammenarbeit wäre gewesen, hätte diese große Überschwemmung nicht so stattgefunden. Ist das richtig? Ja, auf jeden Fall. Ich war ja traurig, dass die diese Richtung genommen hat. Und deshalb habe ich beschlossen, keinen Vermittler mehr zu nehmen im Boot, der die Sprache versteht, der dann, ich weiß nicht, was er mir alles erzählt hat, ob es war oder so. Ja, ich höre einer was sagen, der andere nickt mit dem Kopf und mir was übersetzen. Ja, mehr nicht. Ob das stimmt, was es übersetzt wurde oder nicht, ich verstehe kein Persisch oder so, ja. Ja, so macht man seine Erfahrung. Franz, ja, bitte. Ja, das ist genau der Punkt. Also du als Wissender in solchen Situationen bedeutet die Feineinstellung und die Feinadjustierung und der Übergang von hoher Radioaktivität in diese normale Ebene zurückzuführen, bedeutet Feinarbeit von einem Wissenden. Und wenn das nicht gemacht wird, können solche große Überschwemmungen oder Reaktionen von Natur aus geschehen. Und das kenne ich persönlich von der Industrie. Ich hatte 96, also in den 90er Jahren war ich in der Industrie und habe Wasserinformationsmodule eingesetzt in großen Wasserbecken, um Chemie zu sparen. Und dort, wo ich nicht dabei war bei der Feineinstellung, gab es große, große Schwierigkeiten, dass die ganzen Filter blockiert wurden und alle Schwierigkeiten entstanden, bis dass die Anlagen wieder abgebaut wurden, weil Produktionsausfälle da waren und ich in der Feineinstellung nicht und im Übergang nicht dabei sein konnte. Ja, danke, Majid, für die Ausführungen. Ja, genau so. Du hast es beschrieben, wirklich. Also, ich kann nicht gut nachempfinden. Du kennst ja die Geschichte von dem Schiff, Motorreparateur, so. Ein Schiff ist irgendwie nicht mehr funktionsfähig, Motor ist aus und keiner konnte es reparieren und die Reparatur, neuen Motor, 10 Millionen hat man verlangt und irgendwann mal hat man sich erinnert, da war so ein alter Mann, der konnte noch vielleicht was machen. Man hat diesen alten Mann geholt, er hat einen kleinen Koffer und in dem kleinen Koffer war ein ganz winziger Hammer
Und er hat gesagt, bitte lasst mich. Er hat was am Ohr gemacht wie Doktor und fing an, auf dem Motor zu klopfen, tick, 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 und zu hören. Dann an einer Stelle hat gesagt, hier, wechselt mir das Teil. Haben Sie das gewechselt? Und der Motor lief. Und dann, als er sein Honorar haben wollte von 300.000, dann sagt er, wieso? So ein kleiner Hammer, zweimal klick, klick, und du willst 300.000? Er sagt, ja, das ist ja so. Aber man muss die richtige Stelle finden und die feine Einstellung da einfach machen. Ja, ich denke, wir machen jetzt eine Musikpause, oder? Ja, gern Zigarettenpause. Genau, und dann begrüßen wir den Jesse und dann haben wir den Marc Wahle bei uns, den Frankie und der Hans Gruber ist bei uns. Und magst du den Song ankündigen oder einfach Musik ab? Musik ab. Ja, und wir sind wieder zurück hier, den heutigen dritten Teil der Runde. Wir machen ja heute bis 23 Uhr maximal. Und ich sehe auch, der Gunther ist im Warteraum reingekommen. Ich lege mal kurz die Sprechfolge kurz fest. Jetzt hören wir gleich den Jesse. Ich glaube, geleuchtet hat er vorhin schon mit dem Mikrofon. Ja, er ist auch da. Und dann gehen wir zum Frankie rüber, runter zum Hans Gruber und dann Marc Wahle. Und ich freue mich und sage guten Abend, Jesse. Jesse, schön, dass du da bist. Ja, grüß euch, servus. Ich habe es mir eine Weile zugehört, nicht die ganze Zeit. Und ich habe mir gedacht, ja, zuerst ist es an mir vorbeigezogen. Ich habe sich da vor einer Weile unterhalten darüber, dass die Schumann-Frequenz gestiegen ist. Und zuerst, wie gesagt, haben wir nichts dabei gedacht. Und dann, während ihr da schon wieder woanders wart, haben wir gedacht, Moment einmal, das passt zu den Nachrichten, die ich so höre. Ich höre seit einiger Zeit schon, dass seit, Moment, begonnen hat es angeblich 1994, die Frequenz der Erde konstant erhöht wird über die Energie, die aus einem schwarzen Loch kommt. Dann geht es über die Sonne und von dort auf die Erde. Und eigentlich, also das war einmal und dann immer wieder dann von den Arcturianern, dass sie die Frequenz erhöhen und dann da ist wieder die Sonne frequent. Also eigentlich hört man das, wenn man die richtigen Kanäle hat, fast jede Woche irgendeine Energiesteigerung. Es wurde zwar dann niemals explizit die Schumann-Frequenz erwähnt, aber ja, das ist einmal ein Kommentar, den ich schieben würde. Und man könnte sich vorstellen, dass das mit Aura und mit persönlichen Dingen zu tun hat, dass der Mensch das eigentlich spürt. Also ich weiß nicht, ob ihr da nochmal einsteigen wollt. Wenn jemand einsteigen will, wäre es interessant zu schauen, welchen Effekt hat diese erhöhte Schumann-Frequenz auf den Menschen. Weil wenn es da einen gibt, dann dürfte das ziemlich das Gleiche sein. Ja, Roland Hofer hier heute Abend. Entschuldigung, nicht Jesse Maaßen. Roland Hofer, und der hat morgen unsere Sendung, die wir ab 20 Uhr gestalten. Madic, bitte. Na, Madic, bist du da? Da ist er. Ich bin da, weil du Madic gesagt hast. Ich dachte, du sprichst jemanden anderen an. Ja, Madic. So. Ja, ich habe mir gehört, was er gesagt hat. Ja, er hat recht. Wenn man die Kirion oder die Pleiaden oder die Leute, die da channeln, und auch in Algerien viele Leute reden über das, die Hopi-Indianer. Da warst du weg, Majid. Jetzt ist er nicht zu hören. Hat er Flugstunde? Werden wir gleich sehen. Internet, da ist er. Jetzt bin ich, ja. Ich habe gesagt, es ist vieles durch Channel und so auf die Welt. Die Leute merken schon, dass da eine Veränderung ist. Man nennt das, was weiß ich, Energielevel, was steigt und. Wenn man die Quantenphysik und das Atommodell sieht, das Elektron versus kleinste Materieteilchen, wenn er auf die andere Bahn, höhere Bahn steigen will, der muss seine Energie erhöhen. Das ist zu verstehen, per Analogie so zu Hermes Trismegistos, richtig, dass wir auch selber unsere Energie erhöhen
müssen. Wir können das nur auf eine Basis. Die Basis heißt die 7,8 bis 8,1 Frequenz, die Schumanns Frequenz, weil die Erde ist der Taktgeber sozusagen. Wenn man diese Schumanns Frequenz ändert bei der Erde, man versucht uns auch zu verhindern, dass wir auf diese, wie sagt man, Spindrehung, die uns wohlgesonnen ist, die uns dann den Schwung gibt, um auf einen höheren, nicht destruktiven Energielevel sozusagen ankommen. Deshalb ist wichtig so Meditation, deshalb ist wichtig die Übung, die ich gebe, die die Chakren öffnet und uns die Vertikalität erfahren lässt. Weil das größte Problem ist, wir sind alle erleuchtet, aber durch unsere, wie sagt man, Spirit, unser Denken, was uns nicht gegen uns ist, das Ego, sondern für uns, er ist da, um uns zu helfen einfach, ja. Nehmen wir an, damit ihr das versteht, ich habe ein dunkles Zimmer und ich habe ein helles Zimmer. Und ich bin Majid Abdelaziz, komm, bring meine Frequenz, Lichtfrequenz, spezielle Lichtfrequenz, die ich 7,8 bringe, damit ich, sagen wir, das verändere. Wo soll ich gehen? In welchem Zimmer? Soll ich ins Lichtzimmer gehen oder ins Dunkle? Ja, ich muss in die Dunkle gehen. Dann, wie in der Bibel, es wird Licht und die Dunkelheit hat sie nicht verstanden. Weil wo Licht ist schon, braucht es keine Licht mehr. Nur die Dunkelheit braucht Licht. Das heißt, diese erhöhte Schumannsfrequenz, wenn ich sie wieder runterbringe, wo wir sie erfahren, damit wir sozusagen wie ein U-Bahn, ich muss diese U-Bahn bringen, damit die Leute einsteigen. Ja, sonst die, wenn die U-Bahn mit einer großen Geschwindigkeit da vorbeikommt und man versucht einfach ad hoc reinzuspringen, sprich diese höhere Schwingung, da wird man von der U-Bahn irgendwie weggestoßen oder sowas, man wird verletzt. Die U-Bahn muss anhalten, die muss ein uns wohlgesonnene Frequenz anbieten, wo wir den Einstieg finden einfach. Das ist diese Harmonie, die wir dann im Herzen spüren, das heißt die Haltstation, das heißt, da hält der Zug, die Türen gehen auf und man geht rein einfach, ja. Und da verschwindet die Angst, aber wenn da reinkommt, man kann nicht in Meditation mit Gewalt reingehen. Man geht in Meditation, indem man loslässt, indem man Vertrauen hat. Deshalb sage ich immer, wie Wilhelm Reich es entdeckt hat, das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass. Hass ist nur die verkehrte Seite der Medaille. Das Gegenteil von Liebe ist Angst. Das heißt, wenn wir Angst haben, wir haben einen Feind. Wir können nicht weiterkommen. Wir ziehen uns in uns und alles, was wir machen, ist falsch. Das heißt, dieser Zustand der Liebe, einfach das Gegenteil von Angst, erfährt man in diese Schumannsfrequenz, durch diese Kosirev-Rezeptoren einfach. Und da hat man einen Anfang. Wenn man drin ist, dann kann man sein Energielevel, das macht dann die Maschine, das macht man das Universum oder die U-Bahn, die dann die Geschwindigkeit erhöht, aber man ist in Sicherheit einfach, ja. Hallo, habt ihr gehört? Aber ganz sicher. Roland, nimm das Mikrofon. Okay, na, das war jetzt sehr nett. Also Wilhelm Reich, Kosirev, da fallen ja große Namen. Das ist jetzt einfach ganz spontan von mir persönlich. Meditation. Ich habe schon länger das Problem, dass in dieser alternativen Szene die Leute meistens viel mehr wissen. Und irgendwie kommt man vor, also ich habe noch nichts gefunden, wo man sagt, da ist eine Spiritualität, wo man, ja, in das Bild verwenden darf, wie in der U-Bahn einsteigen kann. Ich habe das mit der Meditation auch schon probiert. Ich habe selber Chakra-Meditationen entwickelt, auch unterrichtet sogar eine Zeit lang. Ich bin damit nicht glücklich geworden. Was wäre, ich weiß nicht, ob das jetzt ganz das Thema ist, aber es würde mich persönlich interessieren, weil ich das schon eine Weile suche, was wäre noch
Meinung des Hauptredners heute, als dort eine angemessene Spiritualität, um seine Frequenz zu heben. Okay, eines wurde schon genannt, also das ist diese Chakrenmeditation, okay. Das ist eine sehr persönliche Sache. Kann man das auf irgendwie ein Gruppenlevel bringen? Wie macht man das in einer Gruppe? Was würde der heutige Chef sagen? Es ist eine Frage der Schwingung, der Oktave, der Musik. Wenn du siehst, heutzutage haben wir eine falsche Frequenz für die Musik. Die ist uns nicht wohlgesonnen. Ich glaube 432 oder so. Und es gibt ein anderer, die wirklich die richtige Musik, die unser Herz aufnimmt. Das heißt, überall, wo du guckst, es ist verfälscht. Wenn du jetzt zum Beispiel dich interessierst, es gibt einen vierten Weg. Diesen vierten Weg ist, wenn du alles probiert hast und unzufrieden bist. Und das ist der Weg von Gurdjieff. Der ist auch aus dem letzten Jahrhundert. Er hat das Enneagramm auch nach Europa gebracht. Es ist ein sehr weiser Mann. Durch ihn habe ich auch viel gelernt, viel erfahren, pragmatisch. Ich habe die Sachen gespürt, weil er beschreibt die auch Mathematik, physisch. Und er geht auf die Geometrie, dass es so überzeugend ist, dass du das auch nachvollziehen kannst. Also Uspensky, sein Schüler, hat ein Buch über ihn geschrieben, Begegnung mit bemerkenswerten Menschen. Kauf dir das Buch bei Amazon, lies es, du wirst aus dem Staunen nicht rauskommen. Dein Herz wird sich da aufmachen, weil alles, was man jetzt gehört hat, du musst die Asanas machen, du musst die Chakren öffnen und so. Was kannst du werden, was du schon bist? Verstehst du? Du bist es schon, die Erleuchtung. Aber es gibt nur durch die Medien, durch deine Kultur, durch deine Erziehung. Man hat dich glauben lassen, dass es schwierig ist. Nur ein Buddha kann das machen und so. Ich bringe das zum Beispiel wie auf einem Seminar auf den Punkt, wo kann sich das Ego verstecken? Das Ego versteckt sich im Licht, damit wir ihn nicht entdecken, weil es ist hell. Schreib mal das Wort Licht. Es beginnt mit L, Leben, endet mit T, Tod. Dazwischen ist das Ich, das Ego. Siehst du, wo es sich versteckt hat? Und wenn du es dann entdeckst, aus Ich wird Qi. Und Qi ist Erleuchtung, ist Vertikalität und das bist du. Da super. Das ist cool. Einmal mache ich noch, dann bin ich wieder ruhig. Das war jetzt cool, da muss ich zum Qi dann gleich was sagen. Bevor ich es aber vergesse, das mit der Musik, da muss ich einhaken. Die 440 Hertz ist die falsche Frequenz. Und die 432 ist die heilige Frequenz. Da gibt es sogar Stimmgerät für die Gitarre und für solche Sachen. Weil ich bin selber auch ein bisschen Musiker. Deswegen weiß ich das. Also das ist die eine Sache, dass wir das richtig haben. Und dann danke für den Buchtipp. Also die Begegnung mit bemerkenswerten Menschen von einem Peter Brock. Ich habe es währenddessen gesucht. Und ja, das werden wir dann anschauen. Jetzt habe ich vergessen, was das Schlusswort hätte sein sollen. Auf jeden Fall sehr nett. Ich höre noch weiter zu. Und wenn mir wieder was einfällt, melde ich mich wieder. Danke dir, Roland Hofer. Morgen hier um 20 Uhr, Referent hier auf OKTalk. Da heißt es dann die neue Wissenschaft. Ja, wir gehen weiter zum Frankie. Frankie, und guten Abend, bist du am Mikrofon? Dann flacker mal. Ja, er ist da. Guten Abend. Guten Abend in die Runde. Es ist ein sehr, sehr interessantes Thema, was mich auch sehr, sehr interessiert. Und also nur Lob hätte ich für Herrn Majib. Und ja, meine Frage wäre halt die, ob auch, sag ich mal, damals, als ich mitbekommen habe, dass in Libyen dieses riesige Wasserprojekt gestartet wurde und auch Begrünung der Wüste und so, ob da vielleicht auch Beziehungen stattgefunden haben, um sozusagen diese Sache zu begrünen. Und die zweite Frage ist die, wie hieß nochmal Ihre Seite mit diesen gesamten Wassergeschichten? Danke sehr. Ich habe einen Artikel heute schon geschrieben, da sind schon die Quellen nachzulesen einmal. Das war Water, Best Water, glaube ich. Aber Majid, du, dein Mikrofon. Happy Water. Happy Water. Team. Happy Water Team. Happy Water Team.
Ja, und wie hat die Bevölkerung darauf reagiert, so im Nachhinein? Ich habe die Frage so vom Frankie verstanden, dass wenn man doch sowas erstaunlich Gutes plötzlich macht in deinem Land, jetzt in Algerien, müsste das ja überschwappen, weil ja die Probleme auch erkennbar sind. So habe ich dich verstanden, richtig, Frankie? Es ging halt darum, dass Libyen doch auch Wasserbegrünung gemacht oder was sage ich denn, Wüstenbegrünung gemacht hat. Und wenn man so drüber fliegt, so Kreise, die grün sind. Und das wollte ich wissen, ob da Beziehungen vielleicht oder technologische Entwicklung, Zusammenarbeit ja, auftraten oder so. Ich habe deine Frage sehr gut verstanden, weil ich in dem Projekt involviert war damals. Ich war sogar mit einem Allradfahrer in so einer Pipe, konntest du mit Allradwagen da reinfahren. Das ist das achte Weltwunder, was Gaddafi mit eigenen Mitteln geschaffen hat. Er war 3 Monate vor der Öffnung, bevor NATO und Sarkozy das alles zerbombt hat, einfach, ja. Und diese künstliche River, wie man das nennt, zapft so Gewässer, die größer in der Fläche sind als das Mittelmeer, das heißt unerschöpflich, Substanz an Wasser ist da. Aber es war nicht gewollt, dass er das macht. Es war eine Dorn im Auge von Amis, von Zionisten, die haben ihn bekämpft. Und wenn man bedenkt, dass Libyen, wenn du heiratest, hast du 50.000 Euro zur Verfügung, bekommst eine Wohnung, die Kindersterblichkeit ist quasi null. Das Schulsystem ist umsonst. Wenn du krank bist, kannst du sogar in Europa dich, wie sagt man, soigner, behandeln lassen. Wenn ihr wollt, mehr über das Thema, geht unter Robert Stein, Stein TV. Da habe ich ein extra Interview nur über das Thema, zeige ich auch Filme da drin über diese künstliche River und gehe ich ins Detail, wie es anfing und einfach, ja. Ja, sehr interessant. Danke sehr. Danke dir, Frankie. Und dann gehen wir zum nächsten Gast, das ist der Hans Gruber und sagen guten Abend. Ja, schönen Gruß in die Runde und vielen Dank für den spannenden Vortrag. Ich höre Ihnen immer sehr gern zu. Also ich hätte einen praktischen und einen theoretischen Punkt. Der praktische, weil ich auch selbst Orgoniten mache, wobei ich bin jetzt nicht sehr versiert. Sie sagten, der Wechsel von leitendem und nicht leitendem Material, der muss geordnet sein. Das verstehe ich so, dass das wirklich schichtenweise aufgebaut sein soll. Also, dass sich die Schichten nie vermischen. Und wenn man zum Beispiel eine Kupferspirale einsetzt, nehme ich an, dass die durch die verschiedenen Schichten hindurchgehen kann. Aber wenn ich das falsch sehe, dann wäre ich für eine Korrektur dankbar. Das andere, ich habe auch schon mal Obolixe gemacht. Die werden in der Orgonitenszene ja sehr gerühmt. Das sind im Prinzip nur große Bergkristalle, um die die verschiedenen Metalle, also von edel zu weniger edel, unten herumgewickelt sind. Da hat man also quasi als organisches Material nur den Kristall, den Bergkristall, der offenbar besonders mächtige Sende- und Empfangsstation ist, und als leitendes Material diese verschiedenen Metalle. Das wäre der theoretische Punkt. Jetzt weiß ich nicht, ob ich gleich auch der praktische Punkt, ob ich gleich auch den theoretischen anfügen soll oder erstmal eine Antwort. Das mit den geordneten Schichten, das ist wie auch in der Elektronik genauso, wie im Organakkumulator auch genauso. Viele Leute machen einen Fehler. Das heißt, durch den Druck der Schichten nach unten, auch wenn die ganz gering sind, entsteht dieser Piezo-Strom. Dieser Piezo-Strom geht über die Spirale. Kupfer oder so, die dann so Kontakt zu dem Kristall hat, der auch ein Piezoelektrizität hat. Das ist aber alles null.
wenn man nicht irgendeine Botschaft, wie Emudras sagt zum Beispiel, das Wasser, muss man schöne Wörter sagen oder so animieren. Wenn du die Statue von Ganesha kennst oder die indische Rituale, man muss kybernetisch von sich den Wunsch von etwas, das sich realisieren oder Form nehmen kann. Das ist ein Ritual, der ist notwendig. Leute kaufen diese Orgoniten, stellen sie irgendwo hin und die denken, die funktionieren von allein. Es funktioniert nicht von allein. Wir sind die Taktgeber. Entweder du schreibst zum Beispiel Danke oder irgendeine Botschaft unter auf dem Tisch und du stellst diese Pyramide da drauf. Dann beobachte mal, was da passiert. Du wirst wirklich Wunder erleben. Okay, besten Dank. Das war mir schon klar, dass man die Kristalle auch selbst programmiert, während man mit ihnen umgeht. Und ich denke, ich achte da auch auf die entsprechende Geisteshaltung. Jetzt der theoretische Punkt. Sie äußern sich ja auch oft sehr positiv zu Tesla oder haben sich selbst auch mal als mögliche Reinkarnation von ihm betrachtet. Aber jetzt auch zu Einstein. Jetzt ist es aber so, dass es in der Geschichte eine ziemliche Differenz zwischen den beiden gibt. Und nicht nur zwischen den beiden. Also die Vertreter des elektrischen Universums, und Tesla spielt da ja eine begründende Rolle, die greifen Einstein ja sehr stark dafür an, dass er eigentlich von einem vollkommen leeren Raum ausgegangen ist. Die Vertreter des elektrischen Universums gehen alle von einem energiegefüllten Raum aus. Äther in westlicher Sprache oder Akasha in altindischer. Das ist ein Wissen, das die alten Kulturen ja schon seit Jahrtausenden haben. Also jetzt ganz außerhalb der Wissenschaft auch. Und Tesla war ja auch sehr interessiert an diesem altindischen System. Also das ist ein großer Unterschied. Und Einstein ist ja schon zu seiner Zeit massiv angegriffen worden. 1931 gab es eine große Konferenz von ungefähr 100 Wissenschaftlern, die sich alle gegen Einstein geäußert haben. Und die sind totgeschwiegen worden. Das heißt, da steckte auch eine politische Absicht dahinter, Einstein aufzubauen und parallel dazu Tesla abzubauen. Und das kann man auch im Detail zeigen. Da gibt es den Paul Dumba, einen amerikanischen Philosophen, der sehr bewandert ist, große Website, Lethal Text. Und da geht er genau darauf ein, wie das also parallel ging. Einstein ist aufgebaut worden und Tesla ist abgebaut worden. Also Tesla war zu gefährlich, sage ich jetzt mal so, auch in spiritueller Hinsicht. Und Einstein diente als Ersatz, mal so ganz kurz gesagt. Und Tesla selbst war ja auch Einstein gegenüber sehr kritisch. Also zum Beispiel hat ja Tesla auch den gekrümmten Raum abgelehnt. Da gibt es das berühmte Zitat: Ich vertrete, dass der Raum nicht gekrümmt sein kann, aus dem einfachen Grund, weil der Raum keine Qualitäten oder Eigenschaften hat. Oder wenn der Raum etwas ist, auf das eingewirkt werden kann und der verbogen werden kann, dann ist er nicht der Raum. Sagt es nochmal in etwas anderen Worten. Also da gab es große Differenzen zwischen Tesla und Einstein. Ich habe verstanden, du sprichst mir aus dem Herzen. Ich würde gern antworten, wenn du willst. Ja, das war's jetzt auch schon. Nur zuletzt noch. Und dieser, Sie haben ihn vorher genannt, Nassim Haramein, der scheint ja die beiden verbinden zu wollen, was gänzlich unmöglich ist. Ja, dieser Max Planck, wie sagt man, dass er auch nicht daran glaubt, konstant. Also ich sage hier öffentlich und ich stehe zu meinem Wort, Einstein ist ein Esel mit zwei großen Ohren und er hat nichts entdeckt. Er war an einer Bibliothek damals, wo er gearbeitet hat, hat ein Buch geliehen über die Relativitätstheorie und er hat es bis heute nicht zurückgegeben. Seine Frau war Mathematikerin. Die hat aus den Pythagoras Berechnungen für die Fläche des Kreises S egal Pi r au carré, also gleich Pi r Quadrat. Daraus hat er E gleich 1/2 mc² gemacht, Masse und dann das andere Lichtgeschwindigkeit. Das hat er aber selber nicht gemacht, das hat seine Frau diese Formel geschrieben. Ja. Und dann wurde er aufgeputscht, wie der Typ, der über diese, sagen wir,
Gewächshauseffekt und sowas wurde auch aufgeputscht, wie die Greta, die jetzt über den Ozean und CO2 aufgeputscht wird und die kriegt sogar eine Honoris Doktortitel oder sowas. Sie ist, ich weiß es nicht, da gehe ich nicht auf dem Thema ein. Aber für mich, Tesla ist der wahre Erfinder, der Genie. Und man hat ihn bewusst unterdrückt und richtig kaputt gemacht, damit wir nicht das an das eigentliche wahre Wissen, was uns heute meilenweit hätte bringen können. Also jetzt mal, wenn ich im Flugzeug sitze, glaub mir, ich denke, ich sitze in einem Dinosaurier einfach. Wir haben bessere Techniken als diese Schleuderflugzeuge und ganz gefährlich, ja. Danke. Danke dir, Hans Gruber erstmal. Ist soweit in Ordnung, dann gehe ich nämlich weiter zum nächsten Mikrofon. Ja, danke auch für den Vergleich. Fand ich sehr passend mit dieser Greta und so weiter. Ja, da wird auch was von etwas abgelehnt, nämlich dem Geoengineering. Danke. Genau. Ja, gut. Und dann sage ich mal guten Abend, Marc Wahle. Ich hoffe, du bist am Mikrofon. Flacker mal. Ja, er ist da und auch dir, dein Mikrofon, guten Abend. Guten Abend, eine hochinteressante Sendung. Es gibt da zwei Prinzipien. Man soll nicht den den unverdienten Menschen die Diamanten zeigen, weil sie werden sich gegen dich wenden und sie gegen dich schmeißen. Und die wahren Techniken erschließen sich der Allgemeinheit ob ihrer Unreife in Moral nicht. Ne? Also das UFO betritt man nicht mit Geld. Deswegen ist das alles so schwierig wahrscheinlich, oder? Auf jeden Fall. Marc, du hast heute Abend eine Frage noch speziell zum Thema heute Abend. Sonst möchte ich das Mikrofon in Gunther geben. Bitte sehr. Dann sage ich Dankeschön für deinen Einbringer und Gunther, guten Abend. Ja, genau, guten Abend. Da kann man jetzt ganz gut einhaken, denn ich bin ja deswegen eigentlich hier runtergekommen. Ich wollte eigentlich immer eine Bemerkung machen, und zwar in die Richtung, ob die Menschen vielleicht wirklich nicht reif sind, jetzt auch mit freier Energie umzugehen. So sehe ich das also auch, deine Versuche da in Algerien oder auch was dir da im Iran passiert ist. Das hört sich alles für mich jetzt sehr negativ an, als wenn man also wirklich unwissende Leute hinters Lenkrad setzt und sagt, so, nu fahr mal los. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also mir erschließt sich das nicht. Mich erinnert das immer an diese Wasserhähne, an die Brunnen, die damals in Afrika auch gebohrt wurden. Und die Leute haben dann sich gefreut, dass da Wasser rauskam, haben aber nie daran gedacht, das Ding mal wieder abzudrehen, bis eben der Brunnen leer war. Und dann ist das Ding wieder vergammelt und sie haben es nicht geschafft, das Ding so zu erhalten, dass sie eben dauerhaft wieder Wasser haben. Und dann wieder kilometerweit zum nächsten Fluss laufen. Also verstehst du, was ich damit sagen will, ist, ich habe das Gefühl, dass die Menschheit einfach noch nicht reif ist. Die Menschheit ist reif. Warum? Weil die Reife ist in jedem drin. Je nachdem, was du machen willst, ob du eine Vision hast oder so. Einmal brannte der Urwald und alle Tiere, die noch nicht so weit waren, versuchten einfach zu fliehen. Nur ein Kolibri ist immer zum Fluss gegangen und die hat versucht, den Feuer zu löschen, weil er überzeugt war. Er hat gesagt, das ist das, was ich kann und ich versuche es zu machen. Ich spreche heute von historischen Ereignissen, die passiert sind. Vor 6 Monaten, am 22. Februar in Algerien, kamen friedlich 7 Millionen Menschen auf die Straße ohne Angst, dank der Sphärenharmonie. Anlagen, die da jetzt langsam sich ausgebreitet haben. Und die Politiker, die Welt hat es nicht verstanden. Und seit dem 22. Februar, dienstags, freitags, jede Woche
ob Sonne, ob Hunger, ob Kälte, ob Nacht, ob Tag, die kommen raus. In den Hauptstädten, überall in Algerien. Von 7 wurden es 10, von 10 wurden es 15, von 15 22. Einmal waren es 28 Millionen auf die Straße nach 3-4 Monaten und die sind sogar ins Buch Guinness der Rekorde reingekommen. Die friedlichste, wie sagt man, Demo der Welt einfach. Sowas hat die Welt nicht gesehen. Letzten Freitag waren 35 Millionen. Und wenn man die fragt, die sagen, wir haben keine Angst. Wir wollen die Freiheit. Wir wollen von diesen Zionisten, von diesem Regime, von diesen Oligarchen, von diesen Generälen nicht mehr versklavt werden einfach. Die Gilets jaunes haben es versucht in Paris, die haben es nicht weitergebracht. Die waren Impulsgeber für die Algerier. Und die Algerier bis heute demonstrieren. Also morgen ist Freitag. Ihr hört nichts in den Nachrichten hier, aber geht in die YouTube-Kanäle Algerien und guckt mal da, oder Arte hat darüber berichtet, werdet ihr sehen, was für ein Wunder gerade da unten in Aufmarsch ist. Und ganz, ganze Welt hat Angst davon, die Oligarchen. Weil wenn es klappt in Algerien, dann klappt es auf der ganzen Welt. Dann haben wir ein Ende von dieser NWO, dieser Weltregierung, von dieser Pädophilen, von diesen Oligarchen, von diesen korrupten Menschen, die uns seit jeher, was weiß ich, mit falschen Richtungen, mit falschen Wissenschaften, mit falschen Schulen, Universitäten, mit Steuersystemen einfach versucht zu regieren. Die Illusionswelt, ja. Sehe ich genauso, Gunther. Der Zeitpunkt ist da. Wir sind reif. Auf jeden Fall. Nochmal kurz zu dir das Mikrofon und dann möchte ich wieder mal Roman rufen. Roman, du hast ja jetzt auch lange nichts gesagt und bin ganz neugierig auf deine Worte. Gunther. Ja, nee, alles wunderbar. Also ich habe das auch nicht gewusst mit Algerien, das wusste ich so auch nicht. Also so, obwohl ich auch Internet habe, aber naja, man muss mal gucken, wie weit das, also ich fühle mich ja auch schon, ich gehöre ja eigentlich auch zu den Wissenden. Entschuldigung, wenn ich das so sage, das ist ja fast wie Eigenlob, aber ich merke das also hier auf der Straße auch, wenn man hier mit 5G anfängt, die Leute, die begreifen es nicht, was da aufgebaut wird und sie sind froh, dass sie immer noch mit ihrem Handy rumlaufen und naja. Ja, da sind die Nebenwirkungen in unserer Gesellschaft gemacht, geformt. So, und jetzt rufe ich den, danke dir, Gunther, Roman Reuter von CryptoTV. Ja, also so wirklich wichtige, tolle Sendung, was wir heute haben. Ich habe das so toll gefunden, wie der Frankie das Beispiel mit Libyen auch angesprochen hat, wo man eben sieht, wie der Herr Majid da auch sein Wirken ausbreiten hat können noch. Da hat es eben noch ein Land unter Gaddafi gegeben, wo echt wir eine Chance gehabt hätten, eine Wüste komplett fruchtbar zu machen. Und da kann ich auch gute Bestätigungen dafür abgeben, damit auch die Leute sehen, dass das nicht nur immer so ein Gerede ist, weil man dort nie was hat. Ich selbst habe ja mein damalige Lebensgefährtin ist ja auch Tuneserin gewesen und ihr Vater, der auch Abdelaziz seinen Namen gehabt hatte, der hat das bei uns in Österreich bis zu einem Vizeleutnant geschafft, obwohl er eben auch ein Tunesier war. Und damals habe ich mich viel mit ihm unterhalten über Tunesien und hat er mal erzählt, ja, dass die alle eben so Gastarbeiter, seine Verwandten in Libyen Gastarbeiter sind und auch eben über solche Wüstenbegrünungsanlagen mithelfen, das aufzubauen, ja. Und dann war ich auch danach so schockiert wie noch in die NATO und ja, dieses wunderbare Land und diesen heiligen Mann Gaddafi ruiniert haben. Bei Einstein hätte ich da vielleicht eine Frage, was der Hans und Herr Majid da angesprochen haben, da bin ich ja auch eurer Meinung. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich mal eine Tonbandaufnahme gehört habe. Ich habe mir vor Jahren gehört, dass Einstein am Totenbett
gesagt hat oder gebeichtet hat, könnte man ja sagen, dass eben der Äther sehr wohl existiert und dass er sich da einer Lüge bedient hat, in dem Sinne, mal so frei übersetzt von mir. Hast du nicht irgendwo so Tonbandaufnahme gegeben? Ja, ja, ich habe diese Geschichte gehört, dass er später dann gesagt hat, die Relativitätstheorie ohne Äther in Betracht anzunehmen, ist bedeutungslos. Ja, der Äther gibt es und er füllt den Raum, ja. Davon weiß ich. Ja, na, anhand dessen ihres Wirkens, man sieht ja, man will doch, dass da was vorangeht. Ja, man hört jetzt viel von den Wasserstoffmotoren. Ich glaube, dass wir jetzt schon an einem Punkt sind, wo man vielleicht jetzt auch weltweit vielleicht mehr, wo auch Sie mehr Förderungen bekommen, weil in öffentlichen Fernsehen, auch privates Fernsehen, ist eh wurscht, ob öffentlich und privat, die sind für mich alle dieselben. Aber die haben jetzt auch so eine tolle Doku über Tesla gebracht. Da haben sie also nachgetestet, wie sie eben ein Motorboot, ein kleines ferngesteuertes am See, über die Luft, über die, ja, ohne kabellos eben steuern haben können. Also, dass das Motorboot keine Batterien gehabt hat, sondern die Batterien waren am Land. Und das haben sie dann mit den zwei Spulen, oder weiß nicht genau, wie man das nennt, da bin ich nicht so versiert, aber wirklich dokumentarisch, filmisch nachgewiesen in einem privaten Fernsehen. Und da war ich dann auch überrascht, dass sie das gebracht haben. Und sie haben auch aufgezeigt in der Doku, wie geheimnisvoll das Tesla-Museum in Serbien ist, wie schwierig es ist, da Einsicht in den Akten zu bekommen, mal abgesehen die von dem Pentagon, die fehlenden Kisten, ja, was da noch sind, aber da sind ja im Tesla-Museum in Serbien die einige Kisten gelagert und man hat den Direktor des Museums angesehen, wie unwohl sie er gefühlt hat, dass das Fernsehteam da war. So, ja, und ich möchte gerne wieder weitergeben. Oder vielleicht haben Sie da was zu sagen. Waren Sie im Tesla-Museum? Ich war nicht im Tesla-Museum, leider, aber ich weiß, Tesla hat viel gemacht. Und es ist der einzige, wirklich der einzige, dass den Enneagramm von Gurdjieff des Stadtes abgegeben worden ist. Und Gurdjieff hat gesagt, das gebe ich euch, aber es ist wertlos. Es wird nur für Astrologie oder für Sachen benutzt. Aber das Enneagramm beinhaltet ein Geheimnis. Und dieses Geheimnis gehört dem, der das entdeckt. Das ist das dynamische Enneagramm, das göttliche. Und Tesla hat das entdeckt, das Prinzip der Dynamik, und der beschreibt es in seinem Film 369, was er dann im Enneagramm, und guckt euch diesen Film, der ist unheimlich toll gemacht, und man kann da vieles verstehen über Tesla. Dankeschön. So, ich denke mir, ich schaue auf die Uhr. Wir haben noch eine Viertelstunde bis vor der Musikpause und wir können jetzt schon starten mit der Abschlussrunde, weil wir sind hier ziemlich viele Menschen heute Abend, und ja, so ein Abschlussstatement und noch eine Frage, Anregung zu Madjid Abdelaziz, und freue mich drauf. Und gib mal das Mikro. Ich bring dich mit mir nach Algerien und du hörst die Leute Madjid sagen, dann kommst du richtig meinen Namen aussagen. Das kannst du nur, wenn du den richtigen berberischen Couscous gegessen hast in Algerien. Ja, das werde ich mal machen. Du hast mich ja schon öfters eingeladen, noch haben wir es nicht geschafft, aber ich hoffe, ich bin mal bald bei dir. Und dann werden wir auch eine schöne Interviewreihe da machen und deine Arbeit vor Ort auch schön aufnehmen und verfassen. Also das möchte ich dir jetzt schon sagen, das werden wir sicher hier tun vom OKTOK-Team aus. Ja, ich rufe mal den Matthias. Matthias, du hast sicherlich noch einige Ergänzungsfragen. Und wie hat es dir heute Abend auch gefallen? Also ich fand es erstmal soweit schön, das ist okay. Ja, wie gesagt, ich habe dir noch viel mehr Fragen, aber wie gesagt, das ist jetzt ein bisschen mehr allgemeiner als
technisch sehr interessierter, denke ich mal, muss ich mich jetzt erstmal zufriedenstellen. Ich habe noch in dem Chat so ein paar interessante Quellen reingebracht. Also es gibt auch interessante Aufsätze, die habe ich irgendwo noch auf der Festplatte, Einsteins konstanter Blödsinn heißen die, und noch andere Dinge, die das aufzeigen. Also Einstein hat wirklich die Wissenschaft wirklich komplett ausgebremst. Also die letzten 100 Jahre hat er wirklich viel ausgebremst. Und daraufhin habe ich jetzt einfach mal gedacht, ich habe da viele Welten.at, die habe ich auch öfter schon mal in den Sendungen gezeigt, das als Informationsquelle. Da sind sehr viele gute Bücher aufgelistet, auch als PDF zum Lesen. Ich kann nur den Leuten empfehlen, schaut dort rein. Auf jeden Fall, da kann man dann dieses Wissensvakuum, was jetzt besteht, doch durchbrechen. Und ich denke mal, das ist eigentlich auch das, worum es jetzt hier wirklich geht, dass wir es schaffen, diese verschlafene Entwicklung von über 100 Jahren, wenn man das dann noch ein bisschen weiter treibt, sind es vielleicht sogar 150 bis 250 Jahre, die da hinten dran, stehen, dass wir da wirklich aufholen müssen. Und ich denke, dass solche Sendungen wie heute Abend dabei eine große Hilfe sein können. Danke, Matthias. Wirklich toll gesagt. Und die ganzen Quellen, die du da im Chat gepostet hast, findet ihr unter der Rubrik Artikel zur heutigen Sendung. Einfach mal reinklicken und da könnt ihr eure Kommentare auch dazu schreiben. Ja, Matthias, was ich heute schon ganz gut fand, ist, es wurden auch viele Vergleiche gemacht. Also erstmal politisch gesehen, wie Roman das schon sagte, aber auch spirituell, wissenschaftlich, faktisch. Beispiele mit den Spulen, mit den Meerbeschichtungen, auch das Rauchen der Zigarette ist da. Die Norm ist angesprochen worden. Wir sind reif. Die Zukunft muss sich ändern dürfen, sie darf sich ändern, sie wird sich ändern. Und wir Menschen, man sieht es an allen Ecken und Kanten, so empfinde ich, wurde auch heute gezeigt, wir werden manipuliert, enorm werden wir manipuliert. Und und das Neue, Offene, was uns gut tut, um wieder in eine Natürlichkeit hereinzukommen, wurde hier ja deutlich präsentiert von Matic. Und ich werde Matic. Ich werde immer erwischt. Ich habe vor der Sendung geübt und gekonnt. Aber gut, das ist ja dann mein Zungenbrecher. Ja, Matthias, so habe ich es empfunden. Ja, das sehe ich auch so. Und ja, wie gesagt, wir können noch eine Menge aufholen, eine Menge kennenlernen. Und es sind eben halt wichtige Leute wie Matic, die eben halt auch viele Sachen rausgefunden haben und auch wiederentdeckt haben. Und das wird jetzt keine 20 Jahre mehr dauern. Das wird jetzt alles sehr viel schneller gehen. Und wir haben keine Wahl. Wir können nur nach vorne gehen, weil die Probleme mit der Energie in allem, was wir haben, es ist jetzt, die Zeit ist wirklich reif. Wir haben sonst wirklich keine Chance, weil die Ressourcen werden nicht mehr auf der Erde. Sie sind begrenzt. Deswegen müssen wir dann auch jetzt die anderen Ressourcen. Tesla hat ja gesagt, diese Ressource Energie ist im gesamten Weltraum verfügbar und wir sollten sie nutzen. Dann mal ran am Speck. Das ist ganz wichtig. Gute Worte. Danke dir, ne? Matthias. Gehen wir mal weiter. Marc Wahle, der Abend geht bald auch zu Ende. Hast du noch eine Frage, Marc? Dann oder Anregung zur Sendung zum Thema heute Abend? Nochmal für dich das Mikrofon. Also ich fand fantastische Sendung. Ich weiß nicht, ob er der richtige Ansprechpartner für mich wäre. Ich muss halt ein altes Symbol wieder beleben und es würde zu weit führen, die Sendung sprengen. Wahrscheinlich. Passt, glaube ich, nicht zum Thema heute Abend. Aber vielleicht doch. Ich denke nicht, ne? Und das lassen wir mal so stehen. Danke dir, Marc, dass du heute auch hier warst, deine Stimme hast heute uns gezeigt. So, und jetzt rufen wir zum Schluss nochmal Roman, den Roland Hofer. Roland. Ja, ich möchte eigentlich den allgemeinen Dankesprüchen und Lob hin und nur anschließen. Was ich gehört habe, war auch sehr interessant. Das mit Qi hat mir sehr gefallen, weil ich selber an dem Qi arbeite, an dem, dass Qi und der Heilige Geist identisch sind und dass es eine messbare Physik ist. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich habe einige Links offen, die ich mir jetzt noch ein bisschen anschauen werde. Also einen Dank an den Majid. Ich spreche den Namen persisch aus. Ich habe einen persischen Freund, der heißt auch Majid. Und ja, gern wieder mal, jederzeit. Du hast noch Zeit. Wir haben bis 23 Uhr heute. Du kannst gerne noch was hinterfragen. Ja,
Was mich noch interessieren wird, wäre die Verbindung zu Russland vielleicht. Kosirev ist gefallen. Ich kenne Golod und ich kenne Inushin, glaube ich, heißt der Typ, der mit der Aura-Forschung gearbeitet hat. Mir würde interessieren, was er, weil ich habe selber die Idee, dass es die Europäer mehr mit Russland zusammenarbeiten sollten. Ich meine, ich werde mir jetzt die Algerien-Geschichte noch anschauen. Ich weiß nicht, was wir wissenschaftlich jetzt außer von Majid von Algerien allgemein lernen können. Vielleicht gibt es da auch Universitäten, die eine nette Verbindung herstellen könnten. Was ich mir sicher bin, ist die russische Hi, jetzt ist er, hat er sich verklickt. Moment. Du hast dich verklickt, jetzt bist du wieder bei uns. Ich bin am Handy, Entschuldigung. Na, ich wollte eigentlich nur noch, wenn, jetzt muss ich schauen, dass ich das, dass die Meinung zur Russischen Akademie der Wissenschaften oder welche Universität in Algerien zu empfehlen wäre. Weil beim Nassim Hadamein, glaube ich, sind wir uns einig, mit dem kann man gut zusammenarbeiten, wenn es was gibt. Russland bin ich mir auch sicher, da würde mich eben die Meinung von Majid interessieren. Und gibt es in Algerien institutionell Einrichtungen, die man ansprechen kann, wo man sich Quellen holen kann? Das wäre vielleicht noch eine Frage. Noch stellen kann. In Algerien gibt es Majid. Majid ist ein Sufi, er hat das innere Wissen und er breitet es durch Internet oder direkt oder durch hier Okitalk und so. Universitäten habe ich nicht gesehen. Also ich selber war an der Universität und ich verspreche euch, ich habe nichts gelernt an der Universität. Ich habe nur eins gelernt, wissenschaftliches Arbeiten, und es reicht. Auf vorhandenem Wissen aufbauend, Quellen ausgeben, wo man das hat, neues Wissen erstellen lassen. Das ist wissenschaftliches Arbeiten und das ist das Einzige, was ich von der Uni mitgenommen habe. Und Autodidakt und alles, was ich entdeckt habe, habe ich nicht in der Universität gefunden. Ja, da kann ich gratulieren. Die autodidaktische Methode scheint gut zu funktionieren. Ich meine, wir sind, glaube ich, alle da auf einem ähnlichen Niveau drauf. Ich habe auch, ja, ich habe viel Zeit auf der Uni verbracht. Und wenn ich mir heute anschaue, was ich wirklich gelernt habe, ist wahrscheinlich ähnlich. Wie finde ich Wahrheit? Was ist echt? Was ist unecht? Das habe ich vielleicht gelernt. Aber eben, ich denke halt schon, es ist eine Frage, müssen wir jetzt, ich meine, wir müssen ja weiterleben. Müssen wir jetzt alles einreißen? Ist jetzt, muss jetzt alles, oder kann man eben, ich kenne ja Leute auf der Uni, die wollen ja was ändern. Und wenn das, man hört ja ständig, ne, die freie Energie kommt und das neue Geld kommt und der Krieg ist 2016 gewonnen, habe ich auch schon x-mal erwähnt. Und was kommt noch? Der Replikator kommt auch, ne, und der Weltfrieden kommt jetzt in 10 Jahren. Jetzt haben die, hat man vor 2, 3 Tagen verkündet. Wenn das alles auf uns zukommt, ich denke mir, einerseits denke ich mir immer noch, naja, werden wir ja sehen, ne? Bin ja gespannt, ob das dann auch wirklich stimmt. Und andererseits denke ich mir, okay, aber du kannst ja nicht wirklich bei Null anfangen. Wir müssen ja irgendwo andocken. Ja? Und da denke ich mir halt schon, also eine Institution, die ich schon als Institution, glaube ich, auch empfehle, ich meine, ich war nie dort, ich kenne nur eben die Quellen. Kosirev war auf der Russischen Akademie, Pavlev, wie heißt der Typ? Florensky war Mathematiker auf der Russischen Akademie, Golod war auf der Russischen Akademie, Inushkin für die Aura, das sind so viele Forscher, die alle von vom selben Haus kommen, die alle von sehr vielen auch von Tesla noch nicht erkannte, außer Pavel Florensky noch niemanden, das ist alles eher später gewesen dann. Da scheint auch auf einer institutionellen Ebene in Russland etwas zu existieren, was wir hier natürlich auf weiter Flur, muss ich auch sagen, ich komme aus der Theologie und ich glaube 60% der Dogmatik kann man ganz streichen, die Bibel kann die neu schreiben und ich meine, ich kann da, habe ich eh zum Teil da schon gemacht, da kannst du die Hälften kannst streichen. Ne? Aber müssen wir nicht schauen, wie wir mit diesen alten Institutionen umgehen? Wir können nicht alles einfach fallen lassen, irgendwie müssen wir weitermachen. Ne? Also das ist vielleicht auch eine Frage an die Runde. Wie gehen wir mit den Institutionen um? Du kannst ja nicht alles jetzt, kannst ja die Gesellschaft auslöschen. Wie sollst du das machen? Also ich kann nur sagen, Konstantin Meile, der ist jetzt halb gelähmt, guter Freund, haben wir zusammen Vorträge gehalten und ich habe mit ihm gesprochen. Er hat mir deutlich gesagt, du kannst nicht an der Unis lernen. Er kann nicht das lehren, was er lehren will. Er kriegt von oben Order, das darfst du nicht, das darfst du nicht, das kannst du nicht. Es gibt vielleicht Ausnahmen, weil die Ausnahmen die Regeln bestätigen.
Ich kenne es von meinem Gymnasium damals. Der hat nicht diese Obligation Unterricht, Lycée Technique d'État de Delis, also Gymnasium aus Algerien statt Delis. Dann die TU Berlin. Es gab so Abteilungen, die mir gefallen haben, wo ich KI gemacht habe, künstliche Intelligenz und so. Es gab auch andere Sachen, wo ich wirklich, was mich interessiert hat, ich wollte danach forschen und alles, es ging nicht. Russland zum Beispiel, ich kenne das Regime nicht da unten, aber diese Akademie von Russland, denke ich mir, ist gut, weil die Russen sind sehr, sehr, sehr weit auf dem Gebiet jetzt von Medizin und was weiß ich alles. Ja, es scheint da auch gut zu gehen. Aber ich spreche von mich selbst. Wenn du bereit bist, die Antwort kommt zu dir einfach. Dann kommt die Lösung, dann kommt das Wissen, dann kommen die Leute, die dir das beibringen. Und bei mir war es so, ja. Ja, da stimme ich natürlich so, ja. Ich meine, ich setze natürlich sehr positiv viel voraus. Ich hoffe ja, dass das alles eintrifft und dass die versiegelten Anklagen und die Felinenrasse uns von den Reptos reinigt und die Anklagen uns von den Menschen befreit, die das System eben blockieren und dass wir irgendwann, so hoffe ich es, ich weiß nicht, ob wir das alle noch erleben, vielleicht auch nicht, vielleicht bin ich da zu schnell im Denken, doch einmal eine freie Erde sein werden. Ne? Also da habe ich dann eigentlich auch, was natürlich, da muss ich zustimmen, solange das System Wissen blockiert, müssen wir das Wissen hier und anderswo selber schaffen, weil was soll man sonst machen? Solange das System uns blockiert, müssen wir uns alternativ orientieren und machen wir jetzt eh alle. Ich hoffe halt, dass es eines Tages, das System soll ja angeblich, ich höre ja immer von diesem Sieg, ne? Ja, wir warten alle noch drauf, dass es in unserem Alltag auch wirklich fassbar wird. Aber da mache ich mir dann halt Gedanken, was ist, wenn das dann soweit ist. Ne? Danke, Roland Hofer. Matthias, möchtest du noch kurz einbringen und dann gehen wir zur vorletzten Musikpause über. Ja, lieben Dank nochmal. Wie gesagt, ich denke mal, die Veränderung liegt in uns. Und ich habe jetzt gerade noch einmal wieder meine beiden Lieblingsbücher, die beiden Carter-Bücher, nochmal rein verlinkt. Jeder sollte diese Bücher gelesen haben. Jeder, der irgendwie technisch, ingenieurmäßig unterwegs ist, wenn er diese beiden Bücher gelesen hat, das sind 200x300 Seiten, dann hat er auch die Sachen von Wilhelm Reich nochmal da drin. Es sind sehr viele renommierte Wissenschaftler, die damals alle totgeschwiegen worden sind, die sich hier in diesem Buch zu Worte melden. Und Einstein ist definitiv nicht drin. Also Einstein ist outside, definitiv. Und da sind diese ganzen Wissenslücken, also diese ganzen Sachen, die fehlen, die finden wir dort drin. Und da gibt es auch eben halt die Anweisung, wie baut man einen freien Energiegenerator, wie baut man einen UFO-Antrieb, wie baut man dies, wie baut man jenes, welche militärischen Projekte wurden gemacht, das UNANUR-Experiment und so weiter und so fort. Und auch andere Geschichten sind dort alles drin beschrieben. Und auch der Nachweis des Äthers steht da auch nochmal drin. Das wurde bei der amerikanischen Navy irgendwie gemacht. In den 20ern, da haben sie den Äther nachgewiesen. Das heißt, in anderen Experimenten, was an den Unis gelehrt wird, da wird das eben halt alles, Entschuldigung, negiert. Und das ist eben halt da drin, dass das eben halt, da steht es drin, ist ein wirklich harter Stoff. Also Leute, die alle von den Unis kommen und wirklich das durchgezogen haben an den Unis, die werden es möglicherweise nicht leicht haben, diese Bücher zu lesen. Weil die sind nicht bei Null, sondern irgendwo bei minus 10 möglicherweise. Also das ist auch, was auch eben diese Frage hier angeht, es ist wirklich ein Transformationsprozess der Leute und es wird nicht digital von jetzt auf gleich gehen. Es wird nur dann funktionieren, wenn wir dort die Leute ja mitnehmen, das neue oder alte Wissen zugänglich machen und dass wir dadurch einen, sag ich mal, leisen Übergang schaffen. Danke dir, Matthias. Wenn Madic nichts mehr daraufhin ergänzen möchte, dann gehen wir in die Musikpause. Musik und Zigarette. Wunderbar, dann sage ich Musik ab. Bis gleich. Ja, wir sind wieder zurück. Heute mit Madic Abdelaziz, Graue Zone der Wissenschaft. Und bevor wir die Nächsten hier begrüßen, das ist dann der Jenne, der Hans, der Gunther, der German und dann nochmal den Roman, würde ich gerne nochmal ein paar von dir hören, lieber Madic, ob
du demnächst noch ein paar Vorträge hast in deiner Gegend hier in Europa. Und wie sieht denn deine Auftritte aus? Wo trifft man dich? Also demnächst, ich war gerade in Davos, dann hatte ich hier in Werges auf eine schöne, kleine Häuschen mitten im Wald, auch Vorträge hier, wo ein Seminarraum ist. Also morgen bin ich in Schwarzenberg als Ehrenbürger von Schwarzenberg. Damals habe ich die Friedensglocke da geläutet. Morgen kriege ich so eine Art Urkunde oder Pass. Da bin ich da für 2-3 Tage. Da halte ich auch einen Vortrag bestimmt. Danach bin ich auf einem Biohof irgendwo hier in der Gegend bei Erfurt am 20. Bin ich da. Da hatte ich auch einen Vortrag, bin ich 2 Tage. Dann geht es Richtung Hamburg, Berlin, wo ich auch auf einen großen Ärzte, glaube ich, oder so Gesundheitskongress mit Jens Steinhaus, der das organisiert. Da werde ich auch bestimmt einen Vortrag halten. Und am 9. November bin ich ganz groß in Bern in der Schweiz. Und bis dahin werden auch noch andere Vorträge oder Interviews und mal sehen. Du hältst uns auf dem Laufenden auf jeden Fall. Bist immer gerne hier gesehen. Und es macht immer wieder wirklich Freude, mit dir hier über diese vielen Themen zu reden. Ja, wir gehen zum Jenne rüber. Jenne, der Abend geht bald zu Ende. Vielleicht noch eine Frage. Und wie hast du es empfunden? Ja, also danke schön, Majid. Also sehr spannender Abend und du hast mich mal wieder angeregt, da auch jetzt ein bisschen tiefer auch nachzugucken. Und eine Frage habe ich noch zu Petra, zu der Wasserseele neben dir. Und würde mich da nochmal gerne also was von hören zu dem Wasser. Ne? Das andere ist, denke ich mal, tief und breit auch jetzt ausgetauscht und da hat man, glaube ich, genug Anregungen auch jetzt dahinter, also danach zu gucken. Und das mit dem Wasser würde mich noch mal ein bisschen interessieren. Hier, Petra spricht zu dir. Hier ist die Wasserfee. Schön, dass ich die Gelegenheit bekomme, hier auch ein bisschen über das Wasser zu sprechen. Denn das Wasser ist nun mal unser wichtigstes Element nach der Luft. Und hier geht es eben nicht nur um ein super gutes, geniales Wasser, sondern eben auch um die Negativladung, die in diesem Wasser durch ein Elektrolysevorgang wirkt und dadurch wird der Körper extrem gut gereinigt. Und ich habe Majid getroffen auf dem Kongress von Dr. Klinghardt, wo 500 Leute waren und da ging es ganz, ganz viel darum, dass wir eigentlich täglich unseren Körper auch entgiften und reinigen müssen und das mit ins tägliche Programm einfließen lassen. Und ich habe ganz, ganz viel ausprobiert und getestet selber. Und das Wasser, also was wir mit dem Happy Water Team eben auch in die Welt bringen wollen, weil es so wichtig für uns gerade ist, macht eine Riesenfreude zu sehen, was die Leute uns da für Rückmeldungen geben, wie sich der Zustand verbessert und wie die Leute einfach fitter werden. Und wir geben Vorträge darüber, wir halten Vorträge auch darüber, um zu zeigen, was eben alles möglich ist damit. Und wenn man den Vortrag von Susanne jetzt mal bei YouTube auch schon mal guckt, hat man schon mal so einen ganz guten Überblick vom Happy Water Team, was wir machen. Es geht dabei eben einmal um die körperliche Gesundheit, dann natürlich um die Umwelt. Weil Flaschenwasser ist wirklich eine schlechte Alternative und was mit unserem Wasser das Trinkwasser, was aus der Leitung kommt, passiert. Also es ist haarsträubend. Ich habe es nicht gedacht, dass da so viel Chemikalien drin sein dürfen. Deswegen müssen wir was für uns tun. Und das Interessante ist, dass zum Beispiel das Land Bangladesch, da werden diese Wasserionisierer werden am meisten verkauft in der Welt, weil die im ersten Moment sagen die Leute, ja, wofür sollen wir denn so ein Gerät uns hinstellen? Aber
die Leute, die schaffen es da, sich sogar mit mehreren Leuten zusammenzutun, um die Gesundheit eben zu wahren und auch Prophylaxe zu treiben, weil da das Gesundheitssystem sehr, sehr schlecht ist. Und in Japan macht man das schon lange, lange. Das gibt es schon seit über 45 Jahren. In USA hat man das auch schon längst. Und die ganzen Promis, die trinken das Wasser sowieso schon. Und in Verbindung mit, eben habe ich gehört, wie ihr euch unterhalten hattet, auch über OPC zum Beispiel oder den organischen Schwefel. Das sind auch alle super gute Mittel für uns zu entgiften eben. Aber durch dieses Wasser kommt das nochmal besser in die Zellen rein. Gibt es eine Frage, die du ganz besonders hast zu dem Wasser noch? Ja, also du sagtest, du schneidest das gerade an, dass das auch zu unseren Zellen kommt. Und wenn ich das so dann richtig verstanden habe, ist das, dass dann die Schwermetalle und die Gifte quasi dann auch aufnehmen kann und so nach außen hin transportieren kann über die Haut, ne? Dass der, ne, der Körper sich so automatisch wieder reinigt. Ja, also das ist schon wichtig, dass man das über einen langen Zeitraum auch einfach trinkt, weil also man sagt also im Schnitt, für jedes Jahrzehnt, wo wir Raubbau mit unserem Körper betrieben haben, sei es eben durch schlechte Ernährung, durch Umweltgifte und natürlich auch angestaute oder unterdrückte Emotionen, braucht man so ein Jahr, um aufzuräumen halt. Aber man merkt, dass wenn man anfängt, sich wirklich damit zu befassen und den Körper zu entsäuern, weil das wissen ganz, ganz viele Leute nicht, dass die Übersäuerung wirklich die Basis ist für überhaupt Krankheitserreger, dass sie sich da wohlfühlen. Und 1931 hat der Dr. Otto Warburg ja den Nobelpreis bekommen dafür, dass er eben die Aussage getroffen hat, dass Krankheiten in einem, noch nicht mal Krebs, sich in einem basischen Milieu halt ausbreiten können. Und dieses Wissen ist halt immer noch bei ganz vielen Leuten nicht angekommen. Und es ist einfacher, sich basisch zu trinken, als sich basisch zu essen. Allerdings ist die Nebenwirkung von diesem, wenn man das Wasser anfängt zu trinken, dann hat man auch mehr Lust, sich auch gesund zu ernähren. Und das kriege ich auch immer wieder. Die Rückmeldung kriege ich immer wieder, dass es dann viel einfacher wird, halt auch bewusster sich zu ernähren und damit umzugehen. Liebe Petra, ich möchte dich auf jeden Fall hier offiziell in der Sendung einladen. Zu deiner Sendung hier auf OkiTalk, da dürftest du uns doch sicherlich mehr verraten. Auf jeden Fall, da würde ich mich freuen, wenn wir da eine Vernetzung heute Abend oder die nächsten Tage hinbekommen. Auf okitalk.com findest du unsere E-Mail-Adresse, Telefonnummer, auch alles. Ich hoffe, dass das sich ausgeht. Jenne habe ich gerade unterbrochen. Jenne. Ja. Vielen Dank, da freue ich mich riesig drüber, weil das muss in die Welt. Das ist super, dass ihr das macht und das auch gut findet. Ja, ist ganz wichtig. Danke dir, Petra. Und ich gebe das Wort zum Jenne. Wir müssen langsam ein bisschen schneller durchkommen. Und der Hans wartet und der Gunther und der Germane und der Frank auch noch. Und das müssen wir ein bisschen Gas geben. Ja, genau dasselbe wollte ich gerade auch sagen, Klaus. Und mich nochmal bedanken für den tollen Abend, auch in der Runde, für die anregenden Fragen. Und das Austauschen hier natürlich über OkiTalk nicht zu vergessen. Ne? Ich liebe es, ne? Wo wir uns hier so zusammenfinden und uns über all diese tollen Sachen endlich austauschen. Und ja, es ist eine Freude, drauf zu warten und auch das dann wahrzunehmen, Petra, mit einer neuen Sendung über all die tollen Videos, die ich gerade gesehen habe auf Happy Water Team. Und danke euch, ne, für euer Sein, Majid und Petra auch dann. Ubi, wunderbar. Also Happy Water ist wirklich, macht seinem Namen auch alle Ehre. Super, super toll. Und wir hüpfen weiter zum Hans. Hans, auch für dich kurz Abschlussworte. Ich danke dir schon mal, dass du heute bei uns Gast warst. Ja, vielen Dank. Also einen wichtigen Punkt hätte ich noch. Da würde mich die Haltung von Majid sehr interessieren.
Also wir haben ja vorher darüber gesprochen, dass das Gros der Wissenschaftler, also aller Vertreter des elektrischen Universums, davon ausging, dass ein Transportmedium nötig ist für die Übertragung von Licht, Magnetismus oder auch Schwerkraft. Das gilt übrigens sogar für Newton, der in seinem Hauptwerk da ganz erstaunliche Aussagen gemacht hat. Zum Beispiel von einem Geist gesprochen, der alle groben Körper durchdringt und durch dessen Kraft und Aktion sich die Partikel der Körper gegenseitig anziehen. Das ist original Newton. Also da war Einstein wirklich jetzt irgendwie eigentlich so eine Randerscheinung. Also es gibt diesen energiegefüllten Raum, Äther, genannt im Westen Akasha, im alten Indien. Und das schlägt natürlich die Brücke auch zu dieser ganzen Energiespiritualität, die vor allem auch im alten Indien beheimatet ist. Also ich nenne ja die Lehre des Buddhas oder Yoga und so weiter. Jetzt gibt es einen amerikanischen Ingenieur und Orgon-Spezialisten, Ken Roller, den kennen Sie sicher, der auch viel auf diesen Punkt eingeht. Der zum Beispiel davon spricht, dass die Chakras Transducer oder Sende- und Empfangsstationen für diese universelle Energie sind, die uns umgibt und die alles durchdringt. Die Nadis wären dann sozusagen die Kanäle, in denen diese universelle Energie fließt. Laut Ken Roller sind sogar unsere Gene, die haben ja auch so eine Fraktalform, solche Sende- und Empfangsstationen. Und die Frage jetzt, oder wo mich Ihre Haltung sehr interessieren würde, ich meine, Sphärenharmoniestationen, Orgoniten oder auch spezielles Wasser sind ja alles wunderbare Unterstützungsmittel. Aber es muss natürlich auch vor allem darum gehen, dass dieses Potenzial des Menschen zu dieser Vereinigung mit dieser universellen Energie bewusst gemacht wird und vermittelt wird. Denn wir selber sind ja die machtvollsten Sende- und Empfangsstationen für diese universelle Energie. In der Lehre des Buddha geht das so weit, dass man übernatürliche Fähigkeiten entwickeln kann, wenn man damit wirklich in Einheit kommt. Und das sind tausende von Seiten, die sich jetzt mit diesen Themen beschäftigen. Das sind ja keine kleinen Systeme. Und da würde mich also das interessieren, weil wir reden immer sehr, sehr viel über diese Instrumente, aber mich interessiert der spirituelle Weg vor allem und wie Sie den kurz definieren würden. Vielen Dank und vielen Dank für die interessante Sendung. Habe ich das Wort? Ja, die Frage war also, wie Sie selbst, ich habe jetzt versucht, diese Brücke zu schlagen von dieser Vorstellung des energiegefüllten Raums, was also, wie gesagt, diese von Tesla ausgehend, die ganzen Vertreter des elektrischen Universums oder auch die alten spirituellen Meister, Buddha, Lao Tse, ja, vor allem eben in Indien, immer wieder betont haben, dass wir die Möglichkeit haben, mit dieser universellen Energie in direkte Verbindung zu kommen. Und da habe ich vorher auch kurz Chakren und Nadis angesprochen, die ja genauso auch definiert werden als Sende- und Empfangsstation für diese universelle Energie. Und mich würde eben Ihre Vorstellung von diesem spirituellen Weg interessieren, wie wir als Menschen, also nicht so sehr über die Instrumente, sondern über unseren eigenen inneren Weg mit dieser universellen Energie in Kontakt kommen. Ja, das ist eine wirklich sehr gute, tiefe, eingehende Frage. Und da kann ich wirklich viel dazu sagen, weil es ist wichtig, was da angesprochen worden ist. Die Lösung liegt in uns. Wir sind so kompliziert, so ein Wunder an Maschine in uns. Ich kann zum Beispiel erwähnen, nur um zu sehen, wie der Mensch funktioniert. Es gibt eine Wissenschaft, die zum Beispiel die Natur versucht zu kapieren und dann zu kopieren. Und diese Wissenschaft hat das Texas Instrument 1984 ermöglicht durch Beobachten, wie das Auge vom Adler so erschaffen ist, die DLP-Methode zu realisieren sozusagen. Was ist diese Methode? Die haben bemerkt, dass der Adler, sein Auge ist mit Spiegeln gebaut, winzige Spiegel. Dann haben sie drei Spiegel genommen und haben sie Licht refraktiert. Daraus sind dann sozusagen, glaube 16 Millionen Pixel oder sowas rausgekommen.
Und das hat uns dann eine neue Entwicklung gebracht. Wir brauchen nicht wie in den alten Kinosälen so Linsen, um das Bild zu projizieren. Wir brauchen diese Refraktion per Spiegel. Deshalb haben wir heute die Smartphones und die Computer, die man sieht. Flache Bildschirme einfach. Wenn man bedenkt, dass mit drei einfach, wir haben dann so diese RGB, nennt man das, glaube ich, so im Fachjargon. Heute haben wir die 4K-Technik, die, glaube ich, beruht auf 64 Spiegeln oder so. Die haben das erhöht, die erforschen immer weiter. Ich frage nur, aus ein menschlicher Auge ist ja wie beim Adler auch, Adler ist vielleicht besser, ein menschlicher Auge, aus wie viel Spiegel besteht er? Aus wie viel Spiegel besteht ein menschlicher Auge? Das weiß ich nicht. Ungefähr. Machen wir ein Spiel. Also über den Punkt habe ich mir noch nie Gedanken gemacht, ehrlich gesagt. Von daher wären das jetzt wilde Schätzungen. Ich lasse es besser. Also wenn ich sagen darf? Ja, genau. Sag. Also bin ja auch nur jetzt schnell, ganz schnell spontan reingekommen. Einmal den äußeren Spiegel, was wir wahrnehmen, den inneren Spiegel. Und selbst im inneren Spiegel spiegeln wir uns mit Sicherheit 2-3 Mal noch wieder. Und wenn nicht, vielleicht auch 4 Mal. So würde ich das sagen. Einen äußeren Spiegel, weil das Ursache-Wirkung ist, das äußere. Und der innere Spiegel, der ein bisschen vielseitiger sein könnte. Du hast das jetzt auf die spirituelle Ebene betrachtet, was auch richtig ist. Aber ich sage dir zu der Information, deshalb, wenn du einen Mensch triffst auf der Straße, den du 40 Jahre nicht gesehen hast, dann sagst du, ach Paul, das bist du, mein Gott, du hast dich aber kaum verändert. Der Mensch verändert sich immer, pro Jahr tauscht er seine Zellen, das ist was anderes. Aber durch dieses Gehirn, was wir haben, was größer ist als das Universum und diese Spiegeltechnik, bist du fähig, wirklich weit darüber hinauszugehen, sehr schnell zu sagen, dass es wirklich Paul ist. Es sind in jedem menschlichen Auge 85 Millionen Spiegel. Hätten wir die Technik, ein menschliches, lebendiges Auge zu bauen, jemand hat sich die Mühe gegeben, er hat das berechnet, bräuchten wir 72 Milliarden Euro. Du hast 144 Milliarden Euro in deinem Kopf. Das ist ja phänomenal und viele Leute merken das nicht, ja. Wie wir gebaut sind, was für ein Wunder da sich bewegt, spricht, guckt, analysiert. Ja, das ist wirklich ein Wunder. Ein wunderbares Wunder. Hans, noch ganz schnell und wir müssen weiter. Ja, ganz kurz. Und wie setze ich jetzt diese Abermillion Spiegel in eine tatsächliche übernatürliche Fähigkeit um, um auch die Dinge im Hintergrund zu sehen? Ja, wir haben unsere DNA. Unsere DNA zum Beispiel, wenn wir Ängste haben, die uns blockieren oder irgendwas. Wir können unsere DNA umprogrammieren. Wir selbst. Wir brauchen nicht zum Psychiater oder irgendwo hingehen. Einfach in Ruhe kommen, in den leeren Raum, sich fühlen und programmieren einfach. Dann geschieht Wunder. Wenn das menschliche Auge die Fähigkeit hat, einfach das zu machen, dann kann dein Gedanke noch unheimlich, noch stärker einfach. Und du kannst dich selber heilen, du kannst alles machen. Weißt du, wir sind im Kopf. Das ist schlecht. Man denkt nur Gutes im Herzen. Und wenn man im Herzen ist, ist man in der Seele. Seele nennt man auf Französisch l'âme. Die Seele l'âme. Und die Seele soll agieren.
Nicht der Kopf soll agieren. Wir sind alle kopfagierende Menschen. Deshalb sage ich immer, esst Kopfsalat, Salat, damit ihr wie ein Kopfsalat werdet. Dann trägt ihr euren Herz im Kopf. Und wenn du dann durch die Seele agierst, der Franzose sagt, l'âme, die Seele, agiert, agit. L'âme agit. Das ist Magie. Dann wirst du zum Magier. Und alles ist möglich. Es gibt nichts Unmögliches auf dem Bereich. Dankeschön für die gute Antwort. Und Jenne, ganz kurz, wir müssen wirklich Gas geben. Schau auf die Uhr. Wir haben es 23 Uhr, wir haben noch 3 Gäste. Also ganz wichtig. Ja, einfach nur das mit dem Spiegeln. Wenn man da anfängt und diese Spiegeln gefunden hat, entdeckt hat, das einfach spielerisch weiter aufbauen, so dass man durch diese Spiegelung einen Gedankenping-Pong auslöst und so spielerisch diesen Raum erkennt und wahrnehmen kann. Danke, danke. Wir gehen jetzt einfach direkt weiter. Gunther, Germane, Frank und dann nochmal Roman Reuter. Gunther, dein Mikrofon, wie hast du den Abend empfunden? Ja, wunderbar. Ich fand das klasse, das Ding. Es war ja eine Auffrischung. Ich habe ihn ja schon, den Majid ja schon mal kennengelernt. Nein, kennengelernt nicht, aber bei Querdenken TV damals, da war das ja auch ein, weiß nicht, ist das 2012 gewesen? Da war, habe ich das schon mal gesehen über seine Landbegrünung. Ich, also wie gesagt, mir war das nichts Neues eigentlich sogar. Ja. Danke. Ja, wunderbar. Danke dir, Gunther. Das war ja 2012, meine ich, hatte heute Abend gesagt, richtig? Ja, ist richtig. Wunderbar. Schön, dass du heute da warst, Gunther. Und jetzt geben wir an Armin das Wort. Armin, dein Abend, wie hast du es empfunden? Der Abend, sehr, sehr interessant. Vor allem da halt die Werke von Wilhelm Reich wieder hervorgeholt wurden, der in meinen Augen wirklich ein wunderbarer Mensch war. Und es ist traurig, welches Schicksal er erlitten hat am Ende. Das zeigt mir, dass er sehr, sehr nah an dem war, was die Wirklichkeit ist und wie man das Ganze zum Positiven wandelt. Deswegen fand ich es wunderbar und die Zusammenarbeit oder das Zusammenbringen von Tesla und anderen Wissenschaftlern, Schauberger etc., ist natürlich wunderbar, weil die ja eigentlich alle in derselben Richtung unterwegs waren. Und man muss halt nur in Anführungsstrichen hier die Kausalität entdecken. Bezüglich dem Wasser möchte ich sagen, also ich verwende seit 15 Jahren Wasserfilter, ich habe Wasserfilteranlagen verkauft und habe erlebt, wie viel Geschäftskonzepte da unterwegs sind. Ich habe auch damals das Kangen-Wasser kennengelernt und ich gehe jetzt da nicht weiter drauf ein. Jedenfalls ist es in meinen Augen, sind es viel, viel zu viele Geschäftskonzepte, klar, ohne Knete, keine Fede. Allerdings geht es viel, viel einfacher, wenn wir uns erstmal bewusst sind über unser Bewusstsein und über die Möglichkeiten, die wir haben. Das erspart sehr, sehr viel Geld. Und wer das andere natürlich möchte, der kann das machen. Aber letztendlich liegt es immer an einem selber. Und deswegen sage ich, wacht selber auf. Und trotzdem, was heißt trotzdem, gerade deswegen, weil dieser Abend so erhellend war, danke ich für diesen Abend und für euer Sein. Danke dir, Armin. Und ich gebe das Wort zum Franz Reutinger. Franz. Ja, hallo. Ja, herzlichen Dank, Majid, für diesen wunderbaren Abend und wieder die Auffrischung, was ich auch schon von dir gehört habe und dein wunderbarer Hinweis von Algerien. Das heißt, diese mentale Auseinandersetzung und das Wissen ist sehr wichtig, das schon. Aber wenn du mit deinen Sphärenharmonieanlagen 35 Millionen friedliche Algerier mit Herzgefühl, weil du die Herzchakra deblockierst und angstloser machen kannst mit deinem Wissen, wie man Sphärenharmonieanlagen baut, auf die Straße bringst. Diese 35 Millionen haben nicht alle
ein Tesla-Wissen und das tiefe Wissen. Die gehen mit dem Herzen auf die Straße der Menschlichkeit. Und wir müssen hier in Österreich, auch in Deutschland speziell, auch dieses Herzblockade, Herzenergie deblockieren und steigern. Und da scheint mir die Sternharmonieanlage eine sehr wichtige Technologie zu sein, dass die normalen Menschen es umsetzen. Meine Frage ist abschließend, wie viel Anlagen braucht Deutschland, Österreich, um einen ähnlichen Effekt, wie du in Algerien es erlebst, hier ja vielleicht einleiten zu können. Ich danke dir, wünsche dir alles Gute. Ciao. Also damals habe ich für die ganze Welt nach Global Scaling berechnet, ungefähr 200 Energiepunkte, die wichtig waren, 200 Anlagen. Ich bin ungefähr bei 62 Anlagen weltweit angekommen. In der Schweiz sind 2 Anlagen, in Deutschland ungefähr 7, in Österreich glaube ich 3. Das heißt, ich habe berechnet für Deutschland um die 12, Österreich um die 10 und die Schweiz ungefähr 8, weil es ein bisschen kleiner ist. Aber es ist im Kommen, die Leute wollen sowas. Deshalb habe ich auch, weil die größeren ein bisschen teuer sind, die Minisphärenanlagen, wenn man 3 Minisphärenanlagen nimmt, weil es gibt Berge und Täler und so, wir brauchen diese kleine Technik, damit es auch überschwappt. Das ist wie bei der Bézier-Kurve da in CAD, ein Punkt sind die Kurve über die Bergen und. Ja, wenn man 3 nimmt, kleine Minisphärenanlagen, weil die sind einfacher zu bauen, zu deplatzieren und in ein Dreieck ungefähr ab zwischen 30 und 100 Kilometer, so ein Dreieck mit diesen Seiten, dann das gleicht die Wirkung wie eine große Sphärenharmonieanlage. Also viele Leute kommen jetzt und wollen sich entscheiden, die Stadt Davos nach dem Vortrag vor ein paar Tagen hat spontan eine Frau, die was geerbt hat, eine Sphärenharmonie an die Stadt Davos schenken will und eine Mini-Sphärenharmonie an die Schweiz. Es tut sich schon was. Wunderschön. Danke. Ja, Franz Reutinger, danke schön, Franz. Na, auch dir. Und jetzt schaue ich nochmal alles durch. Ja, wunderbar. Danke, 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 Roman Reuter. Es ist viel geflossen heute, Roman. Wie hast du den Abend heute für dich empfunden? Ich brauche gar nicht mehr sagen. Ich habe genug gesagt heute. Ich habe es einfach nur toll empfunden. Vielleicht hast du noch ein paar Abschlussworte, Roman. Das Mikrofon für dich. Ja, Herr Macic, Sie haben uns heute eine tolle Perle wieder geschenkt, indem Sie sich die Zeit genommen haben, heute so vielen Fragestellern über das Thema Desert Greening zu widmen. Ist wieder auch schon erwähnt worden, richtig bekannt im deutschsprachigen Raum, bei den Medien sind Sie ja bei Querdenken geworden. Da habe ich Sie auch kennengelernt vor vielen Jahren durch an Michael Friedrich Vogt. Da möchte ich vielleicht auch noch ein Lob und viele Grüße an Querdenken TV raussenden, weil gerade durch den Herrn Michael Vogt können ja auch Sie und wir alle das verdanken, dass das Desert Greening Thema eine Chance bekommen hat in den deutschen Medien. Und wir haben dann alle da wirklich auf Sie zugreifen dürfen und können. Und dafür bedanke ich mich bei Ihnen und bei Michael. Den sollte man wirklich nicht vergessen. Schaut bitte öfters auf Querdenken TV rein. Der braucht euch jetzt mehr denn je, weil das ist für mich das größte Vorbild von allen Medien generell, der Michael Vogt. Ja, zurück zu Ihnen, Herr Macic. Für mich war es heute wichtig, eben wegen den Orgonen Bescheid zu wissen. Entschuldigung, ich passe einen trockenen Hals. Da Bescheid zu wissen, weil sonst auch alles nicht neu war für mich heute, aber für viele natürlich doch. Und damit haben sie für mich was Neues wiedergeben können, wie ich mit Orgonen besser umgehen kann. Und
hoffentlich, ja, wenn es wieder was Neues und Schönes, Tolles gibt, freuen wir uns sicher wieder, wenn wir wieder von Ihnen hören. Und ja, danke vielmals an Ihnen, Herr Abdel Aziz Majid. Ich bedanke mich auch. Ich fand den Abend sehr schön. Ich habe noch was vergessen wegen der 5G, was im Moment wirklich auf uns zukommt. Satelliten sind schon geschossen. In Berlin, wo ich war, an der Potsdamer Straße, wo das schon eingeschaltet ist, kam ich wie eine Leiche raus. Ich brauchte 3 Stunden, um mich wiederzufinden bei meinem letzten Besuch. Jetzt habe ich diesbezüglich, wenn Leute wirklich, sagen wir, ein heiliges Platz, Wohnzimmer oder Schlafzimmer oder ein ganzes Haus zu harmonisieren und diese Smart Meter, diese Decktelefone, diese WLAN. Es nützt ja nicht, wenn ich mein WLAN ausschalte, der über mich oder neben mich und so hat sein WLAN. Das heißt, es greift auf meine Zellen, es greift auf mein DNA, es programmiert mich um wie die 5G das will. Viele Leute denken 4G und dann 5G. Es stimmt nicht. Man müsste sagen 10.000G, weil der Unterschied ist so krass. Die benutzen anderen fraktale Antennen, die benutzen Sachen, die zum Beispiel Telefone zusammenbündeln, um eine Person schwach und kaputt oder umzubringen. Man ist fähig, mit dieser Technik so Stimmen im Kopf entstehen zu lassen, zoomen. Also das ist nur, um einige Sachen zu erwähnen. Deshalb habe ich dann in die Wege, weil viele Leute mich gefragt haben, was können wir machen? Wo kann ich wenigstens, wenn ich nach Hause komme, einen Raum finden, wo ich geschützt bin, wo ich wirklich frei von diesen unsichtbaren Strahlen, die überall sind, die ich nur nicht sehe, aber ich nehme sie wahr mit Schmerzen, mit Müdigkeit, mit Schweißausbruch, mit Lustlosigkeit, mit Depressionen. Dann habe ich den Holofraktal Harmonizer nach Nassim Haramains Arbeiten ins Leben gerufen und der Blauplanet betreibt ihn. Wir haben den Preis richtig niedrig gehalten. Ich habe, ihr könnt da fragen, auf meine Provision verzichtet, dass jeder das in seinem Haus oder Wohnung und sich schützt einfach von diesen fatalen, schlimmen Schwingungen, die überall jetzt sind und die man nicht ausschalten kann. Ganz wichtiges Thema sprichst du da an und wir sollten mit mehr Wachsamkeit schauen, was passiert. Danke an die Initiatoren hier in Neulenkbach, möchte ich hier sagen, ich bin ja in Niederösterreich zu Hause, die haben es geschafft, von knapp 8000 Einwohnern 30% der Bevölkerung die Unterschrift zu bekommen, dass hier kein 5G-Netz aufgebaut wird. Ich hoffe, es werden noch mehr. Ein wichtiges Thema steht ganz groß auf der Fahne bei okitalk.com drauf und wir haben vor ein paar Tagen noch die Frau Dr. Petra Baumgartner bei okitalk gehabt und ihr könnt auch diese Sendung nachhören und viele andere Referenten. Wie gesagt, das ist ein Hauptthema. Dankeschön, lieber Madic. Ja, ich denke, der letzte Song wartet. Du hast heute Abend, glaube ich, dich wohlgefühlt. Ich habe mich wohlgefühlt, wir haben uns wohlgefühlt, nochmal alle an draußen, an den Boxen. Ein Dankeschön, dass ihr okitalk eingeschaltet habt. Bitte Link verteilen. Es gibt einen Artikel bei uns auf okitalk, wo der Madic auch ihr Kommentare hinterlassen könnt. Vom Matthias von Taden habe ich alle Links und Quellen dazu, die wir heute Abend auch zeitweise angesprochen haben, mit schon eingesetzt unter den Artikeln. Ja, und in dem Sinne gebe ich dir die letzten Worte, Madic, heute mit dem Thema graue Zone der Wissenschaft. Also ich muss sagen, die graue Zone habe ich schon erkannt. Jedoch in dieser Sendung heute erkennt man auch die Lösungen. Und das hat mich sehr gefreut. So, und jetzt sage ich Tschüssi, Madic, dein Mikrofon und nachher, wer noch Lust hat, kann in den Nachttalk hereinkommen und euch einen schönen Abend. Dein Mikrofon nochmal.
Ja, ich bedanke mich auch. Ich habe den Abend genossen und ich bin happy, dank Happy Water Team, was ich jetzt gerade trinke, was mich auch erquickt. Und ich sage allen vielen Dank, au revoir und bis zum nächsten Mal. Euer Majid. Radio Okito, Radio Okito.